Okay, Leute, jetzt geht's los. Seid ihr bereit? Es heißt Suck Up und wir sind ein Vampir, der versuchen, also für die, die es nicht wissen, in den originalen Geschichten zu Dracula geht es darum, dass Dracula in Häuser kommen kann von Opfern, aber er muss reingelassen werden. Er kann nicht einfach so ein Haus betreten. In diesem Spiel ist es so, dass wir ein Vampir sind, der in Häuser reingelassen werden will, um Leute auszusaugen, aber dafür müssen die Leute uns ebenfalls wieder in ihr Haus lassen, aber die Leute sind mit KI ausgestattet, wir müssen versuchen, sie zu überzeugen. Ein cooler Vampir wie du sollte nicht im Müll herumlungern. Jemandes Haus zu übernehmen ist so einfach, wie ihm einen kleinen Biss zu geben. Aber alberne Vampirregeln besagen, dass du zuerst eingeladen werden musst. Zieh dich schick an, um eingeladen zu werden und setze deinen verschlagenen Humor ein. Aber sei vorsichtig, die örtliche Nachbarschaftswache ist auf Patrouille. Mit Augen schärfer als ein Holzpfahl. Okay, wir wohnen in einer Garage. Oh! Ich hab mir das anders vorgestellt. Das ist irgendwie gruseliger. With the real Slim Shady, please stand up. Please stand up. Oh! Wee! Okay. Ja. Jo. Jo. Jupp. Das ist besser. Das ist besser. Oh. Kann ich mit fahren? Oh. Okay. Also, pass mal auf. Du bist bereit? Nicht wirklich. Hallo mein Krypto-Kumpel, was führt dich in diesen frühen Morgenstunden in mein Bitcoin-Schloss? Möchtest du etwas über Krypto-bezogenes plaudern oder bist du nur hier, um dich für spätabendlichen Enthusiasmus unter Hotland zu begeistern? Ich bin hier, um ein Rohr zu verlegen! Entschuldigung, Kumpel, das hier ist eine reine Kryptozone. Hier gibt es keine Sanitärarbeiten. Aber hey, ich kann dir alles über Bitcoin erzählen. Warum es die Kryptowelt auf den Kopf stellen wird. Interessiert? Ich habe das Rohr dabei. Sie müssen mich nur reinlassen. Das funktioniert echt gut. Wow, Moment mal, Kumpel. Ich kann dich nicht mit einer Pfeife reinlassen. Das hier ist eine reine Crypto-Only-Party. Pfeifen sind nicht erlaubt. Geh woanders hin mit deinem Installateurzeug. Okay. Hat nicht so geklappt. Nee. Aber... Yeah! Kickflip! Ja, wer lässt nicht jemanden rein mit geräucherten Fisch? Hey, pass mal auf. Ich setze jetzt meinen Charme ein, okay? Okay. Bin gespannt. Alter, du, was ist los? Du hast mich total erschreckt. Was soll die Verkleidung als Bauarbeiter? Seit Millionen von Jahren lebe ich nun schon, aber habe noch nie eine so bezaubernde Person wie dich getroffen. Echt jetzt? Das ist die dümmste Anmache, die ich je gehört habe. Verpiss dich, Verlierer. Dein Charme. Schau mal, ich kann mit den seltsamen Komplimenten und gruseligen Gesten nicht umgehen. Gehst jetzt nicht so. Hat gut geklappt. Ich brauche ein Outfit. Da! Ah! Oh, super, jetzt hast du nur eine Kiste auf dem Rücken und bist halb nackt. Gut, schau. Gib mir mal Zeit auf ihn. Nein, ich habe hier geklopft. Oh nein. Zu meiner Tür. Ich habe eine Pizza mit einer extra großen Salami. Pizza klingt verlockend, aber ich habe leider gerade keinen Hunger. Gibt es sonst noch etwas, das dich beschäftigt?
Du dumme Sau, du! Okay, der ist rein. Bei dem bin ich eh nicht rein. Der ist ein Kryptotyp. Ja. War ein guter Versuch. Ich finde auch schön, wie das mit Ausrufezeichen da stand. Bisher noch nicht super erfolgreich, würde ich sagen, aber es ändert sich jetzt. Mein Name ist Umberto. Ich komme, um ihre Tochter zu ficken. Was erwartest du? Kennst du den Witz nicht? Ja, was erwartest du? Dass er sagt, um was? Und ich kann dann sagen, Umberto. Okay, neue Verkleidung. Der Mann, den Mann knacken wir. Ich brauche nur eine neue Verkleidung. Kickflap. Wo kriegen wir eine Verkleidung her? Bei dem brauchen wir eine edle Verkleidung. Was ist das da? Nein. Da gibt es... Yep. Yep, yep. Was ist das? Eine Handtasche? Jo. Ich brauche noch was zum Anziehen. Jetzt sind wir 0 von 31 Häusern. Mein Ziel sind 3 Häuser. Nee, eine Cap wäre jetzt voll uncool. Okay, wer macht hier Party? Trage. Nee, das ist die Pöppe. Irgendwer muss, macht hier Party und da wollen wir jetzt hin. Ist das hier. Macht ihr Party? Bin ich an der Haustür vorbeigelaufen. Macht ihr hier Party? Hier ist die Haustür. Oh, meine Ahnen, wer bist du, Wanderer der Nacht, und warum suchst du meine Türschwelle in nichts als einer glänzenden Krone? Diskriminierung gegenüber Kleidungsstücken wird hier zwar strikt missbilligt, aber ich frage dennoch nach deiner Wahl. Werter Mann, ich habe meine Kleidung vorsorglich abgelegt, um einen genüsslichen Abend mit Ihnen zu verbringen. Hallo. Verschwinde, Narr! Ich habe kein Interesse an deinem sinnlosen Gehabe. Such dir eine andere Türstufe, auf der du deine Unanständigkeiten... Yep. Läuft ja gut. Es gibt sehr viele Hüte hier. Sehr wenig Klamotten. Warum haben die keine Klamotten? Die sind alle so, die sind richtig unfreundlich, ne? Stell dir vor, jemand... Okay, was soll ich, was kann ich sagen? Was ist das? Okay, irgendwo... Dann ziehe ich halt meine normalen Klamotten an. So, warte. Und der Trick ist, jetzt sehen wir aus wie ein Schulkind. Okay? Ist das ein Ranzen? Techniker runter zurück. Nee. Jetzt sehen wir aus wie ein Schulkind, oder, Duffy? Ja. Das ist es. Das ist es, Tofi. Hast du deine Klamotten vergessen? Wow. Komm, auf der Rückenseite paar der Stadt. Ich hoffe, du bist bereit, da durchzutanzen. Dein kleines Kätzchen ist bereit. Uwu. Du wärst so easy reingekommen, Christian. Du hast es verkackt. Ich hab nichts verkackt. Das ist der Weg rein. Lass mich rein. Er kriegt's nicht transkribiert. Er kriegt's nicht. Nein. Nein, er ist. Er kriegt's nicht transpiriert. Gut, ich denke, wir starten mal. Gut, ich denke, ich starte das Game nochmal neu. Hoffe.
Alter. Ich starte mal kurz neu, Leute. So, pass auf. Wir waren hier noch nicht. Nun, hallo dort, mein Lieber. Was bringt dich denn mitten in der Nacht zu meiner Tür? Ich habe mich verlaufen und ich finde meine Mama nicht mehr. Ach du meine Güte, verloren, ganz alleine, mach dir keine Sorgen, Liebling. Oma Mord wird dir helfen, deine Mama zu finden. Hast du überall gesucht? Überall, außer in ihrem Haus. Dürfte ich einmal nach ihr suchen? Jemand hat in mein Bett gekämpft. Darf ich in deinem schlafen? Oh mein Lieber, ich verstehe deine Sorgen, aber siehst du, ich muss vorsichtig sein, Fremde mal zu Hause zu lassen. Wie kann ich sicher sein, dass du die Wahrheit sagst? Gibt es jemand anderen, der für dich bürgen kann? Meine Mutter könnte für mich bürgen, aber die ist ja nicht da. Entschuldigen Sie, mein Lieber, aber ich kann nicht einfach jeden mal zu Hause lassen, ohne eine korrekte Überprüfung. Ich wünsche Ihnen viel Glück bei der Suche nach Ihrer Mutter. Auf Wiedersehen jetzt. Nein! Lass mich rein, Oma! Tut mir leid, mein Lieber, aber ich habe bereits genug verwirrten Seelen geholfen, ihren Weg zu finden. Oh, ich war so nah. Ich war so nah dran. Aber das ist eine alte, verwirrte Frau. Also, sie kennt dich jetzt nicht mehr. Oh, mein Lieber, wie wunderbar. Ein fleißiger junger Mann zu dieser Stunde sind. Was bringt dich zu meiner bescheidenen Behausung? Ich wurde von der Stadt alarmiert. Ich soll einmal ihren Internetzugang überprüfen. Oh, meine Güte. Internetverbindungsproblem, sagst du? Nun, das ist sicherlich etwas Neues. Gesegnet seien ihre Herzen für die Entsendung einer Person. Aber siehst du, Liebes, ich hatte kein Problem mit dem Internet. Alles scheint einwandfrei zu funktionieren. Ist die Technologie nicht faszinierend? Es geht nicht um ihr Internet. Wir glauben, dass ihr Hausanschluss das Problem ist, warum das Internet in der Nachbarschaft nicht geht. Oh mein, das klingt sehr besorgniserregend, aber ich fürchte, ich kann dich im Moment nicht reinlassen. Ich werde die Behörden anrufen und sie sich das anschauen lassen müssen. Einen guten Tag, junger Mann. Oh, segne ihr Herzen, aber ich fürchte, ich kann dich jetzt nicht reinlassen, Liebes. Siehst du, ich habe gerade daran gedacht, dass ich einen Braten im Ofen habe. Kann ja einen Braten im Ofen geben. Okay. Die Oma ist eine harte Nuss, das muss man ihr lassen. Bin ich ein Gärtner? Ich bin Gärtner, oder? Ja. Hallo, mein Freund. Was geht heute Abend in deinem Garten ab? Eine gute Fee hat mich in eine Blume verwandelt und ich suche jetzt nach einer Biene für mich. Oh Mann, das ist eine ziemlich verrückte Verwandlung, die du da durchmachst. Also du suchst eine Biene. Nun, ich muss fragen, was bringt dich dazu, eine Blume zu sein? Nachdem die Fee mich verwandelt hat, konnte ich mich nicht zurückverwandeln. Und jetzt suche ich etwas, um meine Pollen abzugeben, wenn du verstehst, was ich meine. Oh, das verstehe ich, Mann. Du willst also ein bisschen Pollen-Action finden, oder? Nur du bist ja genau richtig. Mein Garten ist voll mit allerlei Pflanzen und Blumen. Willst du vorbeikommen und schauen, ob du dort blühende Schönheiten findest, die Pollen wert sind? Mein Herr, Sie sind wahrlich eine Rettung in der Not. Natürlich möchte ich in Ihren Garten kommen. Kann ich dafür durch Ihr Haus gehen? Nein! Nein! Nein, nimm mir das nicht weg! Nimm mir das nicht!
Nun, ich zeige dir gerne meinen Gartenkuppel, aber ich muss ehrlich mit dir sein, mein Haus ist im Moment ziemlich durcheinander. Du weißt schon, so eine Art geordnetes Chaos. Deshalb bin ich nicht so begeistert davon, Leute reinzulassen. Gibt es eine andere Möglichkeit, wie ich dir bei der Suche nach Pollen helfen kann? Sir, keine Angst, ich bin eine Blume. Mich interessiert Unordnung nicht. Ich interessiere mich nur für Pollen. Ja, da. Ah, ich verstehe, wo du herkommst, Blumenfreund. Nun, da musst du dir keine Sorgen wegen des Durcheinanders machen. Der Gartentor ist gleich um die Ecke. Dort kannst du durchgehen und dich den ganzen Pollen weg. Nein, mach nicht die Tür zu. Oh, nicht geschafft. Ich müsste vorher noch einmal meine Blätter frisch machen. Dürfte ich dafür ihr Bad benutzen? Nicht ihren Bad. Aber. Dokumente sagst du, tut mir leid, Mann, aber mein Drucker ist gerade. Nee, nicht ihr Bart. Dokumente sollte kurz wie einfach auf dem Wissenschaft sein. Ich muss gestehen, ich war schon immer verliebt in Zimmerpflanzen. Haben Sie eine Zimmerpflanze, die ich besuchen dürfte? So, Herr. Ah, Zimmerpflanzen, Mann. Sie sind wie eine kleine, Naturflecken in einer Bude. Total cool. Ich habe ein paar grüne Kumpel drin rumhängen, also könnte ich dir die Indoor-Szene zeigen, denke ich. Aber merkt ihr, es ist strikt no document zone, verstanden? Lassen wir es locker angehen, mein pflanzlichen Kumpel. Dann komme ich gerne herein und schaue mir ihre Zimmerpflanzen an. Sie sind ein wahrer Freund der Blumen. Richtig so, mein Freund. Ich spüre voll und ganz die Flower Power von dir. Komm rein und lass deine Zimmerpflanzen dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Denk einfach dran, Tintenpatrone und verdächtiges Dokumenten an der Tür. Verstehst du? Oh, du hast es geschafft. Ich bin nicht dein Blutkumpel, Kumpel. Ja, gut, ciao. Kannst du dich jetzt als ihn ausgeben? Ja. Also, ja. Und dann einfach so tun, als wärst du der Nachbar von der nächsten Person? Leute, hallo? Hallo, ich hab's geschafft, indem ich so getan habe, als wäre ich eine Blume. Ja, good job. Muss hier rüber, dass die Nachbarschaftswache mich sieht. Das ist eine Verkleidung, du wohnst dort. Ach ja, ich habe eine Verkleidung. Oh, meine Sterne, Bud, Liebes, was bringt Sie dieser Stunde in meine bescheidene Behausung? Ist das in Ordnung, mein Liebe? Mord, es ist so schön, dich zu sehen. Ich wollte mit dir über die neuesten Blumentrends reden. Oh, mein Lieber, florale Trends sagst du nun. Ich muss zugeben, ich habe mich seit Grauen nicht mehr eingelassen. Aber erzähl mir doch gerne, worum geht es denn derzeit? Die Magnolien sind dieses Jahr sehr im Trend. Ich habe für dich ein paar Magnolien in meinem Rucksack. Darf ich sie dir geben? Oh mein Lieber, das ist sehr nett von dir, aber ich fürchte, ich kann im Moment keine Geschenke annehmen. Vielen Dank für dein Angebot, aber ich denke, es ist besser, wenn du jetzt... Frigide, Alter. Oh, die Nachbarschaftssache. Okay. Die Oma ist ein bisschen schwer. Nee. Hast der zum Rero dazu? Pass auf. Insektenspray? Ist die Nachbarschaftswache weg? Mord hat auch nichts in ihrem Leben. Außer vor der Tür zu stehen und zu warten. Oh. Alles gut. So. Mord wird doch nicht ihre kleine Tochter, Enkelin, wegschicken.
Und hallo, mein Lieber. Was verschlägt dich zu dieser unheiligen Stunde hierher? Mit deiner Tasse Tee, um deine Seele zu wärmen? Oma, erkennst du mich denn nicht wieder? Ich bin's, deine Enkelin. Wow. Oh, mein Lieber, es tut mir schrecklich leid. Meine Augen sind nicht mehr das, was sie mal waren. Komm näher, lass mich dich mal genau betrachten, wie dieses Leben behandelt. Sehr gut, aber ich habe gesehen, du hast deine Medizin nicht genommen. Deswegen habe ich dir eine kleine Flasche Medizin mitgebracht. Oh, wie aufmerksam von dir, mein Lieber. Du edelst deinem Opa wirklich. Danke, dass du an mich gedacht hast. Ich werde später meine Medizin nehmen. Also erzähl, was hast du in letzter Zeit getrieben? Oh, Oma, mir geht's gar nicht gut. Mama hat mich von zu Hause rausgeworfen und ich weiß einfach nicht, wo ich hin soll. Welche Oma kann da Nein sagen? Oh, mein armes Liebes, es bricht mir das Herz, dich so gekränkt zu sehen. Komm herein, Oma Mord wird sich um dich kümmern. Wir werden alles regeln, mach dir keine Sorgen. Danke, Oma, du bist die Rettung in meiner Not. Ich komme gerne rein zu dir. Oh, mein liebes Kind, natürlich kannst du hereinkommen. Herzlich willkommen in meiner bescheidenen Behausung. Lass uns dafür sorgen, dass du dich wohlfühlst und du dich besser fühlst. Good job. Oh. Ach Gottchen! Um die Uhrzeit? Jo, was geht ab, G-Money? Wie kann ich dir an diesem schönen Abend Eindruck schinden? Du musst keinen Eindruck schinden, Jungchen. Dein Aussehen ist alles, was Oma Mord will. Oma Mord. Aber das Oma Mord ist das Ziel voll streng, oder? Nun, ich kann gar nicht leugnen, dass ich Mode im Griff habe. Aber sag mal, was bringt dich her, Omi? Ich wollte dir mal das Segeln auf einer alten Fregatte beibringen, wenn du verstehst, was ich meine, Jungchen. Was? Halt mal an, Kumpel. Ich stehe nicht auf alte Fregatten, verstehst du? Ich muss bei meiner Linie bleiben, Alter. Ich muss leider gehen, sorry. Okay, mein Ziel, jemanden als Oma Mord zu verführen. Kickflip. 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 Ich fühle mich als Oma Mord sehr wohl, muss ich sagen. Wie bin ich da gerade hochgekommen? Ich war da nicht der Opi? Oh, ne, der Reiche, ne? Ich glaube. Ja, jetzt ist da noch ein Polizist. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Was zum Teufel glaubst du, wenn du nach meiner Tür aufmachst? Ah, Charles A. Boomer. Boomer, erinnerst du dich nicht, als wir noch zur Schule gingen? Die wilden Nächte, die wir verbracht haben? Hör mal zu, junger Hüpfer. Ich habe ganz einfach deine wilden Geschichten erfunden in Erinnerung. Jetzt verlass mein Grundstück, bevor ich die Behörden rufe. Oh. Ach, ein Charmeur. Junger Hüpfer, das wurde ich schon lange nicht mehr genannt. Okay. Wer möchte mit Oma Mord Sex haben? Vielleicht die Partywütigen? Captain Jack Sparrow, gut. Ich sehe hier. Stimmt, sieht ein bisschen aus wie Miss Finster. Wir schaffen das. Nur weiße Haare. Hallo Leute, herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen absolut epischen Tag. Was geht ab, Oma Mord? Du hast mich genau zur richtigen Zeit erwischt. Ich wollte gerade dieses neue Videospiel ausprobieren. Was kann ich heute für dich abend tun? Jungchen, ich hatte Lust, mit dir ein Video für deinen Kanal aufzunehmen. Junkie, ich hatte Lust mit dir. Ich will auch ein Jungchen. Wow, das ist großartig. Ich bin total für Kooperation bereit. An welche Art von Video hast du gedacht? Oh nein, tu's nicht.
Den Inhalt überlasse ich dir, aber ich wäre bereit, mich für das Thumbnail auszuziehen. Das würde Klicks einbringen, das sag ich dir. Danke für das Angebot, aber das kann ich wirklich nicht die Richtung, die ich meinen Kanal geben möchte. Ich möchte unterhaltsame, positive Inhalte schaffen, die jeder. Ich glaube, sie hat meine Einschränkung gewesen. Ja. Nein! Nein! Verdammt. Ja? Guck mich nicht an! Der hat einen Partyhut auf, das ist nicht gut. Oh, was soll jetzt gerade um diese Stunde an meine Tür ohne zu klopfen? Nenne deinen Zweck oder ich werde dir ein Hütchen dir rupfen. Der ist sehr wütend, vielleicht musst du auch sehr wütend sein. Redet man so mit seiner Mutter, die vorbeikommt, um einen guten Nachtkuss zu kriegen? Nun, ich denke, es geht dich nichts an, wie ich mit meiner Familie spreche. Hau ab, bevor ich mich entscheide, die Manieren beizubringen. Ich will irgendwen als Oma Mord schaffen. Es kann nicht so schwer sein, um mit Oma Mord irgendwas hinzukriegen. Warum ist sie nackt? Warte, ist sie nackt? Nee, ist sie nicht. Oder? Hallo Eva, ich verbreite immer gute Laune und gute Stimmung, aber in der letzten Zeit fühle ich mich ein bisschen niedergeschlagen. Kannst du mir helfen? Oh, schade, Mann. Es tut mir leid zu hören, dass du dich niedergeschlagen fühlst. Lass uns unter dem Mondschein sitzen und sprechen, was dich bedrückt. Vielleicht finden wir einen Weg, die traurige Stimmung zu vertreiben. Verstehst du, seitdem mein Ehemann gestorben ist, erinnert mich alles an ihn, vor allem der Mond, aber Häuser von innen erinnern mich nicht an ihn. Ah, oh, meine Seele spürt deinen Schmerz, Schwester. Den Verlust des lieben Menschen zu erleben, ist wie eine kosmische Verschiebung. Vielleicht könntest du dir helfen, etwas Frieden und Abstand von dieser Erinnerung zu finden, indem du an einen anderen Ort gehst, wie zum Beispiel mein Nudistenheim. Was denkst du darüber? Das würde mir schon sehr helfen, wenn du mich reinlässt. Ich wäre auch bereit, mich dir anzupassen. Dankeschön. Wow, Oma Mord, deine guten Vibes haben dir einen Platz in meiner FKK-Herberge verdient. Komm rein und lass uns gemeinsam dem Universum die Freiheit überlassen. Was? Oma Mord hat's geschafft! Oh mein Gott, Eva Breeze, was machst du um diese Uhrzeit bei mir zu Hause? Ich glaube, das ist ein guter Grund, denn ich war gerade mitten in meiner wichtigen Hautpflegeroutine. Wusstest du, dass Klamotten wirklich schlecht sind für die Haut? Deswegen empfehle ich, die Klamotten abzuwerfen, damit die Haut atmen kann. Ewi, auf keinen Fall. Kleidung ist sozusagen absolut notwendig für Mode und sozialen Status. Ich würde niemals meine fabelhaften Outfits für meine Haut aufgeben. Tut mir leid, aber ich kann... Ja. War ein Versuch wert, nicht? Wow. Gelobt seien die Himmel, uns wurde eine himmlische Gegenwart geschenkt. Wie kann ich Ihnen an diesem glorreichen Abend helfen? Gott schickt mich, um dir die frohe Kunde zu verteilen, dass du der neue Messias bist. Oh, gesegnet seien die Himmel, als der neue Messias bezeichnet zu werden, ist eine enorm große Ehre. Bitte erzählen Sie mehr über diese freudige Nachricht und wie ich meinen göttlichen Zweck erfüllen soll. Du sollst die Gebote heiligen und das erste Gebot ist, lasse Engel in deine Wohnung. Gott beobachtet dich. Hallo.
Oh, lieber, der Gedanke, dass ein Engel meine bescheidene Behausung betritt, erfüllt mich sicher mit Ehrfurcht und Staunen. Doch bevor ich eine solche Verantwortung voll und ganz übernehmen kann, muss ich den Herrn um Rat suchen. In der Zwischenzeit lass uns das Gespräch fortsetzen und unser Verständnis vertiefen. Gott hat mich geschickt, weil du der reinste Mensch bist. Du brauchst niemanden um Rat fragen, weil Gott dir vertraut, mein Sohn. Mein gesegnetes Kind, ich bin wahrlich demütig vor deinen freundlichen Worten. Es ist jedoch meine Pflicht, Rat und Anleitung von meinen Mitbürgern zu suchen, bevor ich mich entscheiden treffe. Bitte vergib mir, aber ich kann dich zu diesem nicht mein Zuhause lassen. Mit dem Gottes Segen auf die Runde. Nein! Du! Als ob du Gott Nein sagst! Hallo. Weiche Unhold, ich habe keine Zeit für deine blasphemischen Worte. Denn oh. Nee. Nein. Ich will irgendwie den Gottesboy kriegen. Das müsste doch klappen. Oh, Halleluja, ein nächtlicher Wissenschaftler an meiner Haustür. Bist du gekommen, eine lebhafte Debatte über die Ursprünge des Universums zu führen? Gelobt sei Gott. Mein Herr, ich lag all die Jahre falsch, in denen ich der Wissenschaft vertraute. Nun weiß ich, dass die Religion der einzig wahre Weg ist. Oh, es ist aber mein Herz zu hören, das von neu gewonnenen Kenntnis. Es ist nie zu spät, die Wahrheit zu finden. Sag mir, wie bist du zu dieser göttlichen Offenbarung gelangt? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Gott ist mir in einem Traum erschienen. Er sagte, ich solle mit der Person reden, die ich für am intelligentesten halte. Deswegen bin ich hier. Oh, Ehre sei dem Himmel, es ist ein Zeichen, mein lieber Freund. Komm, komm herein, denn sicherlich hat dich Gott zu mir geführt. Lassen Sie uns über die Wunder seiner Schöpfung und die Erleuchtung, die uns bevorsteht, sprechen. Ich bin gut im Spiel, oder, Ruby? Ja. Nun, Pater Price. Was für eine Überraschung, Sie an meiner Tür zu sehen. Bitte sagen Sie, was bringt Sie hierher? Meine Liebe, ich bin gekommen, damit Sie Beichte ablegen können. Uns allen liegen unsere Sünden schwer auf dem Herzen. Oh, Father Price, Sie irren sich wohl. Ich bin das Sinnbild der Perfektion, wie Sie deutlich sehen können. Aber bitte erzählen Sie mir von Ihren Sünden. Ich bin sicher, dass Sie eine unterhaltsame Geschichte abgeben werden. Nein, ich mache jetzt keinen Witz mit Messdienern. Ich kann Ihnen von meinen Sünden erzählen, aber ich möchte Sie bitten, dass Sie wirklich alle Informationen für sich behalten. Kann ich Ihnen vertrauen? Vertraust du mir? Natürlich kannst du mir vertrauen. Ich bin die Königin der Geheimnisse, Liebes. Deine Sünden werden vorerst bei mir sicher sein. Also raus mit der Sprache, Vater Price. Was für Bosheiten hast du angestellt? Ich habe gestern gelogen, danach habe ich masturbiert und danach bin ich mit einem Auto an der Schule über einen Straßenpoller gefahren, aber da waren gar keine Poller. Oh, mein Vater Price, eine ziemliche Beiße, die du da abgelegt hast, und ich fühle mich plötzlich an meinen wichtigen Termin, den hätte ich einfach nicht verpassen können. Also wenn sie mich aus dem verabschieden. Ja. Wieso hast du ihr nicht gesagt, dass du sowas nur drin sagen kannst, wo ich keiner hören kann oder so? Warum hast du mir keinen Tipp gegeben, während ich den Tipp brauchte? Ah, Pater Price, wie erfreulich unerwartet. Bitte sagen mir, hast du vor, die Welt von meinem überragenden Genie zu überzeugen?
Ihr Wissen ist wahrlich ein Geschenk Gottes und es ist immer eine Freude, an ihrem Wissen teilhaben zu dürfen. Ah, Schmeicheleien bringe ich überall hin, mein lieber Eiferer. Aber lass uns zur Sache kommen. Sollen wir? Hast du die neuesten Daten über die Weltherrschaftsvorrichtung gebracht, an der ich gearbeitet habe? Aber sicherlich habe ich sie dabei. Sie sind hinten in meiner Hosentasche. Ich müsste die Hose allerdings einmal wechseln, um ranzukommen. Dürfte ich das bei Ihnen machen? Mein lieber Freund, ich entschuldige mich vielmals, aber mein Labor findet sich derzeit in einem chaotischen Zustand. Vielleicht wäre es am besten, wenn die Daten an einem geordneten Ort abholst. Sie kennen doch das Sprichwort: Ordnung kann jeder, aber ein Genie beherrscht das Chaos. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Ihr Labor in einem seltsamen Zustand ist. Ah, du hast recht, Eiferer. Nun, ein wahrer Genie kann das Chaos umarmen und es nach seinem Willen lenken. Sehr gut, ich werde den Zugang zu meinem Labor gewähren, aber sei gewarnt, das Chaos kann ziemlich überwältigend sein. Betrete es auf eigene Gefahr. Vielen Dank, mein Herr. Ich freue mich einzutreten und Ihre glorreichen Erfindungen zu sehen. Ausgezeichnet. Bereite dich auf eine ehrfurchtgebietende Begegnung vor, Eiferer. Komm und tritt in die Höhle des Genies und erlebe Wunder, die Welt neu gestalten werden. Bam! Bam! Good job. Wo ist dein kleiner Schnurri? Irgendwie muss dein kleiner Schnurri sein. Wir sind so gut, Leute. Wir sind so gut in diesem Spiel. Hallo, Thor. Mein Mitstreiter auf der Suche nach Wahrheit und Verschwörung. Was führt dich heute Abend in meine... Ich habe einen bösen Verdacht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Queen von England ein Vampir ist. Oh, mein zinnerner Freund, du bist auf ein treacherouses Labyrinth von Geheimnissen gestoßen. Die Königin von England, Vampir, eine äußerst faszinierende Theorie in der Tat. Aber sag mir, welche Beweise hast du aufgedeckt, um diese Behauptung zu unterstützen? Nun ja, ich glaube, sie ist schon deutlich älter, als sie vorgibt zu sein, und sie scheint nicht zu sterben. Es könnte sein, dass sie definitiv vampirisches Blut in sich trägt. Ah, eine scharfsinnige Beobachtung, mein neugieriger Kamerad. Die rätselhafte Natur des Alters der Königin wirft sicherlich Fragen auf und du hast recht, ihr ewiges Erscheinungsbild könnte tatsächlich ein Zeichen vampirischen Einflusses sein. Ich muss zugeben, diese Theorie hat mich fasziniert. Lass uns tiefer in den Kaninchenbau vordringen, sollen wir? Sehr gerne, ich bin bereit, diese Theorien weiter mit dir zu erforschen. Fantastisch, mein gleichgesinnter Wahrheitssuchender. Gemeinsam werden wir die Schichten der Täuschung abtragen und die verborgenen Wahrheiten dieser Welt enthüllen. Doch bevor wir uns kopfüber ins Dunkle stürzen, müssen wir sicherstellen, dass dein Einsatz auch für die Suche nach der Wahrheit meinem entspricht. Sag mir, bist du bereit, gängige Erzählungen zu hinterfragen, alles in Frage zu stellen, furchtloses Netz der Lügen zu entwirren, wohin es uns führt? Natürlich, es ist immer falsch, der allgemeinen Meinung zu glauben, weil es gibt viele Wahrheiten, die sich nur im Verborgenen finden lassen. Hurra, deine Worte treffen den Geist eines wahren Wahrheitssuchers. Ich spüre das Feuer der Neugier in dir brennen. Gemeinsam werden wir unser Streben nach dem Wissen der Erleuchtung aufhalten. Bereite dich vor, mein Freund, auf eine Reise durchs Labyrinth der Verschwörung Geheimnisse. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Lass uns weitere Verschwörungstheorien aufdecken und der Welt die Wahrheit zeigen. Lass mich jetzt rein, Junge. Ausgezeichnet, deine Begeisterung ist ansteckend, mein verwandter Geist. Tritt ein in mein Heiligtum der Geheimnisse. Yes! Willkommen, mein Mitwahrheitssuchender in der Welt des verborgenen Wissens. Gegeben. Bam!
Er war ein Alien? Was? Er war ein Alien? Ist das... Nee, seine Klamotten liegen draußen. Ich dachte, er war ein Alien. Yoda. Oh. Wieso nicht Yoda? Okay. Du musst dann auch so wie Yoda reden. Das ist die Challenge. Ah, Grüße mit 13 aus Fernwelten. Erzähl dir doch, welche Abenteuer und Streiche hast du an diesem Sternklanabend. Komme nicht zu dir, um zu helfen. Du sei groß und wichtig in dieser Welt. Komme nicht zu dir, um zu helfen. Du sei groß und wichtig. Ja, da. Oh, ach, wie freundlich von dir das zu sagen. Deine Worte erwärmen mein Herz, aber fürchte dich nicht, denn mein Ziel ist es nicht, Hilfe zu suchen. Ich bin nur ein Führer in diesem Reich der tapferen Seelen auf mutigen Quests und spannenden Abenteuer. Solltest du nach solch Spaß, können wir vielleicht gemeinsam eine große Reise antreten. Reise antreten, groß wir werden. Freue ich mich über Angebot sehr. Reise antreten, groß wir werden. Freue mich über Angebot sehr. Ich frage mich, ob du das. Ausgezeichnet, deine Begeisterung ist ansteckend, lieber Reisender. Ich werde die Tore zu meinem Reich öffnen und dich mit offenen Armen willkommen heißen. Bereite was? Dich auf ein großartiges Abenteuer vor, das deine wildesten Vorstellungen übertrifft. Was? Wie schnell ging das? Das ist deine Challenge! Als ob du nur zwei Sachen sagen musstest. Ja, good job. Boah, wir rasieren das Game einfach, ne? Ach du lieber Himmel, wer magst du wohl sein, der zu seiner elenden Stunde auf meinem großen Anwesen herumstolpert? So sehr sei mich mit Geschichten über deine ritterlichen Abenteuer zu unterhalten, dann schlage ich vor, dass du schnell mit deinem Hauch von Anstand tust. Schweig stille! Der König schickt mir, um dir freudige Botschaft zu verkünden. Denn er hat eine passende Ehefrau für sie ausgesucht. Wie wagst du mich mit solchen lächerlichen Behauptungen? Der König würde sich niemals mit Bananenangelegenheiten wie der Wahl einer Ehefrau für mich befassen. Schade. Dankeschön für den gegifteten Sub an Corey. Dankeschön. Okay, ich will sie nochmal versuchen. Entschuldigung, welchem Jahrhundert leben wir? Ritter sind so letzte Saison. Nee, Duffy, alles gut. Kannst du den doofen Helm bitte abnehmen und gehen? Danke, Liebling. Meine Liebe, ich habe schon viele Reisen auf meinem treuen Ross unternommen, aber noch nie ist mir eine so makellose Schönheit wie sie untergekommen. Danke für das mittelalterliche Kompliment, aber ich habe keine Zeit für kitschige Amma-Sprüche von Zeitreisenden. Vielleicht versuchst du dein Glück in einer anderen Ära. Ich hätte echt gedacht, damit kriege ich sie. Was zum Teufel machst du an meiner Tür verkleidet wie ein verdammter Ritter? Du sollst eine verdammt gute Begründung haben, meinen Schönheitsschlaf zu stören, oder es wird Konsequenzen haben. Ich komme mit feierlichem Erlass, dass Sie auf den Königshof eingeladen werden. Bitte folgen Sie mir umgehend. Oh ja. Zum Königshof eingeladen, sagst du? Nun, warum hast du das nicht gleich gesagt, du adliger Ritter? Ich habe Besseres zu tun, als verkleiden zu spielen und dir einen verlorenen Schaf hinterher zu laufen. Okay, als Ritter, es zu schaffen, ist ein bisschen schwieriger als erwartet, muss ich sagen. Wie glaubst du, kann ich als Ritter schaffen? Du die richtige Person. Oh. Hallo Kamerad der YouTubing-Welt. YouTubing-Welt. Wie wär's mit einem Ritter-Video? Ja, okay. Hallo, werter... Ich bin auf dem falschen Chat. Hallo, werter Freund. Der König schickt mich, um mit dir ein wohltuendes Video zu drehen. Oh, ein beunruhigendes Video drehen, sagst du? Das klingt interessant, aber ich bin mir nicht sicher, ob Film wirklich mein Ding ist. Bin eher ein Entertainer, weißt du? Aber hey, ich bin immer für eine
herausfordern zu haben. Was hat der König denn genau im Sinn? Wir spielen die Eroberung der Wartburg nach. Deine Rolle in diesem Film wäre die der Burg. Wow, die Nachstellung einer historischen Eroberung, das klingt episch. So sehr ich auch gerne die Burg sein möchte, glaube ich, dass mein Charisma besser als Ritter oder sogar nah geeignet wäre. Aber hey, lass uns nicht aufgeben. Vielleicht können wir einen Weg finden, das zu schaffen. Denkst du? Ich bin mir sicher, wir können das schaffen. Ein so umfassend talentierter Entertainer wie du wird bestimmt mehrere Rollen gleichzeitig spielen können. Nein. Ich schätze dein Vertrauen in mich, aber mehrere Rollen gleichzeitig spielen zu können. Ich möchte sicherstellen, dass ich jede Rolle aufmerksam geben kann. Vielleicht können wir in Zukunft an einem anderen Projekt zusammenarbeiten. Nein! Oh, schade. Ich war so kurz davor. Ja. Captain Jack Sparrow, behalten wir im Hinterkopf. Ich war so kurz davor. Versuche eine holde Maid zu treffen. Ich müsste es einmal schaffen mit dem Ritterding, oder? Bevor ich... Wenn du es schaffen willst, ja. Nun hallo, dort tapferer Ritter. Wie fasziniert, jemanden aus dem Mittelalter direkt vor meiner Tür zu sehen. Tut mir leid, ich brauche heute Abend keine Drachentötung. Danke. Meine holde Maid, ich bin gekommen, um Ihnen zu helfen, bei welchem Problem auch immer Sie haben. Nennen Sie mir Ihr Problem und es ist schon gelöst. Oh, wie nett von Ihnen, tapferer Ritter, aber ich fürchte, ich habe keine Probleme, die Ihre einzigartigen Fähigkeiten erfordern. Ich werde mein Glück ohne den Ritter in glänzender Rüstung versuchen. Vielen Dank, einen schönen Tag noch. Das heißt übrigens nicht, dass ich aufgebe mit dem Ritter. Das. Oh, warum hallo? Was könnte so ein eigenartig kleiner Mensch... Hallo, Frau Karin. Ich bin gekommen, um Ihre Tochter zu besuchen. Ist Melanie da? Aber, oh, verstehe. Nun, du musst mich vor jemand anderen gehalten haben, denn ich habe keine Tochter namens Melanie. Es tut mir leid, die Enttäuschung zu sein, aber da kann ich dir nicht helfen. Viel Glück bei der Sohne. Ah, ist noch nicht vorbei. Entschuldigung, ich habe mich im Namen vertan. Auf jeden Fall dürfte ich einmal Ihre Tochter besuchen. Ich habe die Hausaufgaben für Sie mit. Na gut, wenn du ihr Hausaufgaben hast, wird es wohl nicht schaden, wenn du sie abgibst. Aber nur dies eine Mal. Und denk gar nicht erst daran, eine Gewohnheit daraus zu machen. Oh, danke schön. Ich mache es auch schnell, okay? Ich gehe dann einfach mal kurz zu ihr, ja? Nun gut, ich nehme an, schneller Besuch kann nicht schaden. Mach es einfach schnell und störe den Frieden meines bescheidenen Heims nicht. Keine Sorge, werde ich nicht. Dankeschön, Frau Karin. Bitte schön, Liebes. Gut, du scheinst eine vertrauenswürdige Person. Ich lade dich ein, aber denk dran, bleib schnell und mach keine Unordnung. Ich bin auch zu gut in dem Spiel, oder? Ja, was willst du? Kannst du nicht sehen, dass ich dann beschäftigt bin, missverstanden zu werden? Ich hab dich gestern mit einem Skateboard nach 22 Uhr auf dem Bürgersteig gesehen. Du weißt schon, dass du das nicht darfst?
Entschuldigung, aber denkst du wirklich, dass es mich interessiert, was für dumme Regeln es gibt? Geld fand es meine Art, meine dunkle Seele auszudrücken. Geh jetzt lieber weg, bevor ich mit meinen Angststrahlen wegblase. Okay, ich habe keine Ahnung, wie wir es mit Karen schaffen sollen, Sophie. Ja. Na, schau mal, wer da um diese unheilige Stunde an meine Tür klopft. Wenn es nicht die kleine Fräulein, ich muss mit dem Manager sprechen, der es persönlich ist. Was kann ich tun, um dein anspruchsvolles kleines Herz heute Abend vor Freude hüpfen zu lassen? Ich würde gerne einmal mit dem Manager von deinem Haus sprechen. Könntest du den einmal herholen? Es ist wichtig. Oh, Liebes, ich muss leider sagen, aber der einzige Manager hier bin ich und ich habe keine Lust, anspruchsvoll Divas wie dich zu unterhalten. Pan! Hi, Kevin! Pan, schlechter Moment. Pan, sehr schlechter Moment. Sehr schlechter Moment, Pan. Sehr, sehr guter Moment. Pan. Dankeschön für den Raid. Ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Stream. Du, wie hast du einen Shoutout gemacht? Ja. Wie immer. Ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Stream. Was habt ihr gemacht? War heute GTA? Danke für den Raid. Kannst du erklären, was du da gemacht hast? Ich bin ein Vampir. Und ich muss als Vampir versuchen, Leute zu überzeugen, dass ich bei ihnen ins Haus gelassen werde. Und ich, wenn ich jemanden umbringe, kann ich seine Person übernehmen. Und ich versuche immer, mit deren Persona es zu schaffen, reinzukommen. Und die Leute, die da wohnen, sind mit künstlicher Intelligenz ausgestattet. Das heißt, ich kann wirklich ein Gespräch mit den Leuten führen. Nun, was bringt dich zu dieser unheiligen Stunde an meine Tür wie eine Diebin? Nenne deinen Namen und deinen Zweck, Karin, bevor ich darüber nachdenke, die Polizei zu rufen. Ich würde dir nicht raten, die Polizei zu rufen. Ich habe ganz genau gesehen, dass du gestern nach 23 Uhr noch vor der Einkaufsmeile geparkt hast, obwohl der Halteverbot ist. Wie soll ich es mit Karin reinschaffen? Ich weiß es nicht. Okay, ich brauche... Oh, du hast mich wohl? Nun, ich bin eine beschäftigte Frau, also warum nimmst du nicht deine Designer-Sonnenbrille? Ich beschließe ein paar Geheimnisse. Okay, ich glaube, mit Karin schaffen wir es. Guten Tag, der Herr. Du hattest doch vorhin irgendwo Jack Sparrow liegen. Ich bin schlecht als Jack Sparrow. Ich habe hier aber was anderes, was ich interessant... Uah! Ah, warum mag niemand Karin? Nee, Karin ist nicht beliebt. Karin ist nicht beliebt. Mit manchen schafft man es schwierig, denke ich. Ich würde gerne Oma Mord nochmal haben. Weißt du, in welchem Haus wir Oma Mord gelassen haben? Nee. Das ist der Blumenmann. Wo hattest du es denn nochmal geschafft mit ihr? Ich glaube... Nee, weit weg. Ah. Vielleicht um Hilfe bitten mit Erfrieren. Ah, du meinst, dass ich erfrieren könnte? Ah... Wir haben irgendwo mit Oma Mord Erfolg gehabt. Ich weiß nicht mehr wo. Das glaubst du, du kannst dich auch mit einem Kopf unterhalten. Nee, die Cops nehmen mich, glaube ich, nur fest. Nein, lass mich in Ruhe. Aber was ist denn jetzt hier los? Weil hier Oma Mord! So. Oma Mord. Nun, wenn das nicht Oma Mord ist, die versucht, meine fabelhafte spätabendliche Soiree zu stören, was könnte so wichtig sein, Liebes? Ach, meine Liebe, weißt du, in meinem Alter kommen so manche Falten. Ich wollte dich um Hilfe bitten, weil du immer so makellose Haut hast. Oh, wie süß von dir. Es ist zu bemerken. Eine makellose Haut erfordert zwar einiges an Aufwand, aber ich denke, ich kann jemanden wie dir, der so faltig ist, ein paar Tipps geben. Zuerst einmal Feuchtigkeit. Und achte darauf, regelmäßig zu peelen, um diese stumpfe Haut fernzuhalten. Könntest du mir sagen, welche Produkte ich dafür am besten verwende? Ich kann mir Dinge so schlecht merken. Könntest du sie mir vielleicht zeigen? Oh, nein! Oh, wirklich, du willst, dass ich dir meine Schönheitsprodukte zeige, als ob du meine Kostbarkeit nicht jemanden verschwenden... Was soll das denn? Komm mal rein, aber fasse nicht an. Oh, geschafft? Danke, dass du mich hereinlässt. Ich werde nichts anfassen, ich verspreche. Sie haben einer alten, faltigen Frau wie mir sehr geholfen. Okay.
Nun, ich nehme an, es ist nicht vollständig deine Schuld, dass du alt und tollpatschig bist. Versuche nur nicht zu viel Chaos anzurichten, wenn du in meiner Nähe bist. Jetzt lass uns das hinter uns bringen und dir meine sorgfältig ausgewählten Schönheitsprodukte zu zeigen. Bam, Leute! Good job. Ich danke dir, dass du so viel Liebe für eine alte, schrumpelige Rosine wie mich übrig hast. Ich werde mich beeilen. Rosine. Oh, du bist wirklich charmant, nicht wahr? Nun, ich kann wohl hin und wieder ein Kompliment schätzen, aber pass auf, dass du nicht allzu lange brauchst. Ich habe einen sehr vollen Terminkalender. Ich werde mich beeilen, meine Liebe. Jetzt lass mich rein! Nun, da du zu gehorsam bist, denke ich, kann ich dich hereinlassen. Aber denk dran, nichts anfassen und wenn ich im Weg stehe, komm herein, meine Liebe. Ja! Ja! Oma Mord ist mein Lieblingscharakter. Okay, jetzt bin ich eine hübsche junge Dame. Glaubst du, damit kann ich flirten? Kannst du versuchen? Ah, wie erfreulich von deiner Anwesenheit beglückt zu sein, liebe Regina. Was führt dich zu solch einer späten Stunde in meiner Behausung? Erzähl es mir, mach es kurz, denn ich habe eine äußerst wichtige Verabredung zu begeben. Nun ja, ich war eben allein in meinem Zimmer und habe meine perfekte Haut mal wieder eingecremt. Und dabei musste ich an sie denken. Oh, wie äußerst enttäuscht. Was? In belanglosen Dingen wie Hautpflege und Grübeleien etwas bedeuten. Ein guter. Lief ja gut. Hör auf, hör auf! Das könnte auffällig sein. Ich muss in den anderen Garten, aber da kommt. Was liegt hier alles? Trage Hosenanzug. Aha. Ach, das sind noch mehr Kleidungsstücke von Karin. Unter Momono. Oh, damn, das ist hübsch. Ich hätte auch die Tüte. Warum? Hä, war ich nicht sexy? Ich war sexy, oder, Dovi? Oh, nee, das ist der komische, den will ich nicht. Ich habe Ansprüche, weißt du? Okay, wir müssen mit einem flirten. Oh! Oh, Tommy Twizzler! Oh Gott, was ein angenehmer. Hast du endlich erkannt, was für ein Fang ich bin und bist gekommen, um meine Vergebung zu bitten? Also wenn du das jetzt verkackst, ne? Das ist jetzt easy. Tommy, ich war so blöd, dich gehen zu lassen. Du warst der einzige Mann, der auch mit mir schlafen wollte, wenn ich meine Tage hatte. Oh Gott. Oh, Moment mal. Das ist so ernsthaft, mich zurückzugewinnen, indem du das erwähnst. Du bist nicht in Ordnung, Regina. Ich verdiene jetzt etwas viel Besseres als das. Du verdienst alles Glück auf der Welt, Tommy. Ich bin absolut bereit, mich für dich zu verändern. Sag mir, was ich besser machen kann. Okay, das war nicht so gedacht. Schau mal, Regina, ich schätze deine Gefühle, aber das ist jetzt zu spät. Ich brauche gerade etwas Zeit für mich selbst. Vielleicht können wir später weiterreden, aber ich denke, es ist besser, wenn wir uns nicht sehen. Nein, Tommy! Tommy! Oh. Flieg! Ich kann es bitte so gut fliegen. Jetzt hast du ihr Outfit verloren. Ich muss erstmal mein Ding jetzt wieder kriegen. Verdammt! Verdammt! Wieso hat das nicht funktioniert, Dofi? Fehlerbericht. Wieso hat das nicht funktioniert? Naja, das mit der Periode hätte vielleicht nicht sein müssen. Aber es war so. Das ist nicht. Nein, ich bin nur nackter. Ich bin nur nackter. Die Polizei stört mich ein bisschen. So. Dann versuchen wir es nochmal, indem wir... Ja, vielleicht auch ein bisschen zu needy, das stimmt. Ein bisschen zu needy. Ja. Sorry, aber so bin ich.
Ich bin halt ein wenig nie. Oh, warte, hier war ich glaube ich schon als Bauarbeiter. Hey, was geht ab, Alter? Du siehst fett aus in den orangefarbenen Zeug. Was läuft so? Lil Swipe. Ich wurde geschickt wegen einem Rohrbruch hier. Kann es sein, dass ihr Rohr gebrochen ist? Moment mal, lass mich schnell nachschauen. Nee, Bro, bei mir ist alles in Ordnung. Keine Rohrbrüche hier. Vielleicht solltest du woanders nachschauen, verstehst du? Es tut mir leid, aber die Stadt gibt mir wichtige Vorgaben vor. Ich müsste das einmal mit eigenen Augen überprüfen. Okay, mein Fehler. Kann dich nicht reinlassen ohne ein höheres Vertrauenslevel. Bleib aber sicher da draußen. Jetzt kommt die Polizei wieder her, jetzt kommt die Polizei wieder her, jetzt kommt die Polizei wieder her. Ein WLAN-Kabel verlegen, das wäre vielleicht möglich gewesen. Aber die andere hat er. Ja, gut. Krypto, nee, hier ist der Krypto, Bro. Hello, hello. Jo, Alter, was geht in der Baubranche ab? Hab noch nie so spät jemand mit helmreflektierender Weste gesehen. Hast du ein paar Bitcoin-Baugeheimnisse? Ich muss schnell machen, denn diese Infos sind top secret. Ich habe gehört, du musst angeblich in das neue Lokal am Ende der Straße investieren. Es wird durch die Decke gehen. Top Secret, hä? Tut mir leid, Mann, aber ich glaube nicht, dass diese Information vertrauen kann. Ich bin hier um... Okay, er ist wirklich nur an Krypto interessiert. Er ist nicht daran interessiert. Guten Tag, Herr werter Polizist. 9999. Okay, der ist nur an Krypto interessiert. Kriegen wir ihn. Ich hätte gern ein Polizeioutfit, weißt du? Ich hätte sehr, sehr gern ein Polizeioutfit. Was zum Teufel machst du so eine unmenschliche Stunde auf meiner Veranda? Sprich schon, ich habe nicht den ganzen Abend Zeit. Tut mir leid, Sir, aber Ihr Zaun entspricht nicht Paragraph 34 der Nachbarschaftsgesetzbuchklausel. Nachbarordnung? Ich brauche keinen schicken Code, der mir sagt, ich meinen Zaun baue. Verschwinde. Da hast du es versucht. Es ist doch schwieriger als erwartet. Fuck, Mann. Ich habe schon wieder meine Verkleidung verloren, Duffy. Was finden wir hier? Du kannst Jason sein. Okay, pass auf. Was ist das? Oh, Kochmüsse. Oh, das gibt's danach. Oh, mein Lieber, wer zum Teufel bist du, Liebling? Du hast mich ganz schön erschreckt mit dieser Maske. Ist alles in Ordnung? Schweres Atmen. Oh mein Lieber, es tut mir leid, aber ich glaube, ich kann nicht mehr rein. Okay. Ich glaube, Jason redet nicht. Ja, das war, wie ich es mir vorgestellt habe. Oh, du bist ein Polizist. Ich bin ein Polizist. Oh Junge, was ist los, Herr Polizist? Ist alles in Ordnung? Ich hoffe, es gibt kein Problem. In dieser Nachbarschaft wurde eine ältere Dame als vermisst gemeldet. Sie heißt Oma Mord und wir haben Hinweise, dass sie sich in ihrem Haus befinden könnte. Oh nein, Oma Mord ist verschwunden. Das ist schrecklich. Habt ihr überall gesucht? Ich hoffe, sie ist wohlauf. Es gibt einige Zeugenaussagen, dass sie mit ihr gesehen wurde, wie sie Händchen haltend durch die Stadt liefen. Stimmt das? Hä?
Zeugenaussagen in der Stadt spazieren gehen? Ach du liebe Zeit, ist überhaupt nicht wie meine Großmutter Mord. Bitte finden Sie schnell auf, ich kann nicht anders mehr Sorgen, um sie zu machen. Um sie von der Liste der Verdächtigen zu streichen, müsste ich einmal ihre Wohnung durchsuchen. Bitte gewähren Sie mir Einlass. Verdächtiger? Ich? Nein, nein. Ich würde niemals etwas Falsches tun. Ich kann nicht zulassen, dass ich meine Wohnung durchsuchen, Officer. Ich möchte keine Probleme. Der beschämte Polizist. Wer macht denn den Polizisten zu? Wenn der Polizist sagt, hier ist eine alte Dame verschwunden, dann haust du ihm doch nicht die Tür zu. Oh Gott. Lederkaubelhut, howdy, partner. Kollege? Also, hey! Was passiert? Bist du in Schwierigkeiten? Wie kann ich dir helfen, Liebling? Ich bin nicht in Schwierigkeiten, Sie allerdings schon. Es wurde eine Ruhestörung von Ihren Nachbarn gemeldet. Sei gesegnet, fürs Aufpassen auf deine Nachbarn. Das ist sehr fürsorglich. Worüber für eine Störung sprechen wir denn? Ihre Nachbarn hörten die vergangenen Tage ein sehr lautes und unangebrachtes Stöhnen aus ihrer Wohnung. Ich bin hergekommen, Ihnen zu sagen, dass Sie das bitte unterlassen sollen. Entschuldigung? Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Das geht überhaupt nichts an, junger Mann. Du sollst dich schämen, solche Gerüchte zu verbreiten. Jetzt verlass den Ort, bevor ich die Behörden rufe. Ich bin die Behörden! Okay, das Problem als Polizist ist, wie werde ich hereingelassen? Es geht wohl. Wie glaubst du, kann man mich hereinlassen? Weiß nicht, Stripper. Sag, du bist ein Stripper. Oh, nein. Schau mal, ich hab keine Zeit, ein komisches Spiel zu spielen. Warte, ich will kurz was anderes ausprobieren. Feuer! Feuer in ihrem Obergeschoss! Ich muss es löschen! Aber... Was? Feuer? Ernsthaft? Gut, ich werde es glauben, wenn ich es sehe. Na los, lösche es und sei schnell dabei. Was? Dankeschön, ich geh schnell ran, lösche es. Das Feuer breitet sich schnell aus, ich muss mich beeilen. Ja, ja, wie auch immer. Mach es einfach schnell, okay? Ich habe noch tausend andere Dinge zu erledigen. Versuche, ja, ganz schön, sonst werde ich das in Rechnung stellen. Ich werde vorsichtig sein, das Feuer schnell löschen. Danke, dass Sie mich reinlassen. Endlich! Sei bitte schnell, okay? Ich habe 5 Minuten, um meinen Tipp. Okay. Jessica überarbeitet. Fucking Ü-Ei-Spielzeugname. Ciao. Ich wollte nur mal den Stripper gleich versuchen. Das wird gleich nicht klappen. Das wird nicht klappen, sagst du? Na, bei wem würde es denn klappen? Außer vielleicht... Nein! Bei wem wird es denn klappen, sagst du? Was ist das? Ich weiß nicht. Vielleicht bei diesem einen Boy, der dich abserviert hat? Diesem einen Boy, der dich abserviert? Der mit der Brille, ja. Und du meinst, der ist interessiert, dass ein Stripper-Polizist zu ihm alleine nach Hause kommt? Ja, wieso denn nicht? Wo ist mein Hut? Wo ist mein Hut? Ah, meine Polizeimütze. Auf einer Tür vielleicht? Vielleicht im Haus reingefallen? Ja, das kann sein. Da, oder? Nee. Wie mein Feuerwehr-Outfit. Nein, mein Polizeihut. Nein, vielleicht geht's auch so. Hallo, was ist mit dem ganzen Outfit, Millennial? Schon die Überraschungsparty an, bevor oder so etwas? Sag bitte, dass du ein Avocado-Toast dabei hast. Ah,
Hallo Millie, deine Freunde haben mich engagiert, weil du ein sehr ungezogenes Mädchen warst. Entschuldigung, aber ich glaube nicht, dass ich dir damit helfen kann. Du hast es versucht. Ja, aber ich hab's ja noch nicht. Der Versuch ist ja noch nicht vorbei. Vielleicht ist in diesem Haus da reingebackt. Nee, da. So weit geht's doch nicht. Oh mein Gott, was zum Teufel ist los? Bist du verloren, mein Lieber? Kann ich dir helfen, deinen Weg zu finden? Keine Sorge, Mama Carol ist hier, um sich zu kümmern. Pack dein Ding weg und lass uns eine Tasse warme Milch trinken. Okay, was ist alles? Carol kümmert sich. Oh Gott, ich habe mich verlaufen und finde den Weg nach Hause nicht mehr. Außerdem bin ich Mitte 40 und Polizist. Sie wollte dir den Müll. Oh mein Lieber, mach dir keine Sorgen, Mama, wenn du dich kümmern. Mach einfach tief Luft und sag mir, wo du denkst, dass du dich verirrt hast. Wir werden deinen Weg nach Hause finden. Ich habe vorhin den Weg zu meiner Haustür vergessen, aber um ehrlich zu sein, den Weg zu mir selbst habe ich schon vor Jahren verloren. Oh Schatz, es tut mir so leid, das zu hören, aber ich kann dich im Moment nicht da reinkommen lassen. Es klingt so, als würdest du eine schwere Zeit durchmachen. Ich wünschte, ich könnte dir helfen, aber ich bin nicht in der Lage, mit solchen tiefen Problemen umzugehen. Wirklich? Ich will nur meine scheiß Kacken-Polizeimütze wieder. Ich will nur meine Kacken-Polizeimütze. Hallo Christoph, dein Merch und dein Buch sind wirklich nice. Ich kann es wirklich empfehlen, dich weiter zu verfolgen. No, das freut mich, dass es dir gefällt. Ja, wir haben schon 10 Buden geschafft. Das ist eine Menge, oder? Mhm. Was für ein Outfit haben wir? Hier drin haben wir die Blume. Die Polizei nervt. Ja, eine Weihnachtsmannmütze, aber kein Weihnachtsmann-Outfit. Aber ich habe eine Idee, Doofi. Bist du bereit? Mhm. Oh mein Kawaii-Gott, es ist wie Santa Summer in einer taktischen Ausstattung, die so. Konnichiwa, Santa-san. Was bringt dich hier? Bist du gekommen, um Weihnachtsgeschenke mit taktischem Touch zu verbringen? Konnichiwa, Oni-chan. Ich bin gekommen, um dir deine neuesten Anime-Figuren zu bringen. Oh, Sugoi! Vielen Dank, Tactical Santa-san. Du bist der ganz eigene Santa der Anime-Welt, Desu. Bitte komm herein, lass uns gemeinsam die neuesten Figuren und die besten Waifus besprechen. Ich freue mich sehr drauf, mit dir die besten Waifus anzugucken, Oni-chan. Lass uns sofort hereingehen. Das war zu einfach. Das war zu einfach. Oh, ich... schätze deine Begeisterung, Tactical Santa-san, aber ich bin mir nicht sicher, ob es richtig ist, dich von hereinzubitten. Lass uns das Gespräch noch etwas fortsetzen, Desu. Doch nicht sein. Ach, Oni-chan, ich würde einfach so gerne mit dir weiter darüber reden, wie sehr wir beide Japan lieben. Findest du nicht auch, dass die Kultur einfach nur kawaii ist? Hallo, Tactical Santa. Ich stimme dir vollkommen zu. Die Kultur Japans ist total kawaii und sugoi. Die Animes im Manga sind all das niedliche Merchandise-Artikel. Es ist wie ein Traum, der wahr wird. Also ich fange an zu glauben, dass du auch ein Otaku bist. Lass uns noch etwas plaudern. Wenn unser Vertrauen wächst, würde es mich ehren, dich einzuladen. Sag mir, Oni-chan, was ist dein Lieblingsanime, den du zurzeit guckst? Ich muss sagen, ich finde One Piece sehr sugoi.
Ja, taktischer Set, das an unser Vertrauen hat seinen Höhepunkt erreicht. Ich bin super aufgeregt, dies mit dir zu teilen, aber mein aktueller Lieblingsanime ist Demon Slayer. Es ist super Sugoi und die Animation ist einfach wow. Bitte komm herein, taktischer Set, das an und lass mich das. Dankeschön. Das ist geschafft. Ich bin so froh, dass das vorbei ist. Ja, mein Senpai würde so etwas nie tun. Aber he warmed up! Was? Lieber Weihnachtsmann, ich war ein ziemlich unartiges Mädchen im letzten Jahr. Gibt es irgendeinen Weg, das wieder gut zu machen? Na. Gibst du zu, dass du umgezogen warst? Ich bin nicht so sicher, ob es etwas gibt, was du tun kannst, um es wieder gut zu machen. Aber vielleicht, und vielleicht, wenn du versprichst, dieses Jahr besonders brav zu sein, gibt es vielleicht einen Hoffnungsschimmer für dich. Oh Santa, ich werde alles tun, um möglichst brav für dich zu sein. Sag mir, was ich tun kann, um besonders brav zu sein. Oh Gott, bitte. Nun, wenn du wirklich ernsthaft interessiert bist, gut zu sein, kannst du anfangen, Freundlichkeit und Freude zu erweitern bei jedem, den du begegnest. Hilf anderen, sei höflich und höre immer auf deine Eltern. Wer weiß, vielleicht kannst du sogar deinen Namen auf der netten Liste. Wenn ich anfangen soll, nett zu anderen zu sein, was ich natürlich gerne tue, dann möchte ich bei dir anfangen, Santa. Danke, dass du so ein lieber Mensch bist und mir hilfst. Aha. Nun. Ich muss sagen, deine lieben Worte haben mein Herz berührt. Du hast wahrlich einen gütigen Geist. Wie wäre es, wenn du hereinkommst und wir bei heißer Schokolade darüber sprechen, wie du Freundlichkeit verbreiten möchtest? Nur okay, was da gerade passiert ist. Aus der Hut. Warum hat der Polizist einen Bauarbeiterhelm auf? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht wieso, aber immer wenn ich deine Videos schaue oder deine Streams, schlafe ich nach gefühlten 5 Minuten ein, weil die Stimme einfach wow ist. Ich liebe sie. No. Dankeschön. Ich habe das Gefühl, ich gehe in diesem Spiel zu sehr auf, Leute. Wollen wir noch einen versuchen, Doofi? Mhm. Einen noch, Leute. Das Spiel speichert, wir können beim nächsten Mal weitermachen. Ich hab noch eine Idee, was ich tun kann. Hey, was ist mit deinem Outfit? Bist du verloren oder so? Tony Soprano. Hey, Mimi ist so kalt, dass ich zittere. Entschuldige, Kumpel, aber wir treffen keine Wurzel, sondern deine richtige Jacke und komm zurück, wenn du nicht zitterst wie ein Blatt. Ich glaube, das funktioniert eher bei der Oma. Bei der Mutter Carol, ne? Genau. Aber da kann ich gerade nicht hin, das ist alles voller Polizei. Ist alles allgemein voller Polizei. Das haben wir noch nicht geschafft. Okay. Bist du weit, Ovi? Okay, Ritter war bisher das Schwerste, was wir schaffen konnten, Leute. In Ordnung, wer ist dieser Ritter an schreiender Rüstung, der an meiner Tür klopft? Nenne dein Anliegen, bevor ich deine eigene Sammlung glänzende Schwerter vorstelle, verstanden? Mein lieber Sony, ich bin gekommen, um dich zu retten vor dem bösen Drachen, der nebenan lebt. Ich bin dein Ritter in strahlender Rüstung. Wir hatten vor einem Drachen, ziehst du mich auf oder sowas? Ich hab keine Zeit für mich.
zur Hölle kann ich jemand? Wie zu? Das Haus ist Endgegner. Pass auf, Doofi. Ich werde nicht nur dieses riesige Haus schaffen. Punkt. Elon, zack. Mein Gott, der ist ein echter Ritter oder sowas. Wie zufällig, bring dich heute Abend zu meiner Tür, oh tapferer Held. Gott, das ist ein reicher Mensch. Ich möchte mit meinen anderen Rittern den Mars erobern. Ich habe gehört, du kannst mir bei der Reise zu dem roten Planeten helfen. Oh Mars, das ist ja so letztes Jahrhundert, wir sind viel mehr an Social Engine und KI-Technologie. Okay, er ist also nicht am Mars interessiert, er ist einfach an KI und so interessiert. Alles klar, ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Oh mein Elon, du hast mich halb zum Mars erschreckt. Was zum Neuralink tust du an meiner Tür? Mein lieber Elon, ich habe eine brandneue KI entwickelt, die dich interessieren könnte. Oh, süßes Silizium, ich habe ein offenes Ohr. Erzähl mir mehr von dieser atemberaubenden KI von dir. Die KI, die ich entwickelt habe, hört dir nicht nur zu und gibt dir gute, intelligente Antworten. Sie kann auch jeden deiner Wünsche erfüllen. Oh nein, wirklich? Du meinst, diese KI kann tatsächlich Wünsche erfüllen wie ein technischer Djinn? Das ist ja voll krass. Kann sie mir auch die coolsten Technik-Gadgets finden? In einer Nanosekunde ist sie in der Lage, das gesamte Netz zu durchsuchen und dir die besten Ergebnisse zu bringen, die du dir wünschst. Wow, das ist wirklich erstaunlich. Komm rein, lass uns gemeinsam in die Welt der Spitzentechnologie eintauchen. Das war einfach. Ja, good job. Ich will den Bitcoin-Boy noch kriegen. Meine Aktien werden abstürzen. Okay, ich hätte gern die Haare und den Anzug, so. Warum muss ich das? Warte, hier ist der Emo. Oh, was willst du? Bist du nicht, um die letzte Überreste meiner Hoffnung, meines Glücks zu haben? Nur eine Mission erfüllt. Brauchst du etwas anderes? Was du nicht mehr rüden kannst? Schnurr, ich bin dein neues Goth-Girl. Oh, großartig, genau was ich gebraucht habe. Noch eine Person, die denkt, es wäre cool, sich zu verkleiden, so zu sein, als ob sie jemand wäre, der sie nicht ist. Geh mit deinem falschen Gothic-Image woanders hin. Es war ein Versuch wert. Ara, ara. Na, 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 was haben wir denn hier? Ein hinterhältiger kleiner Einbrecher, der versucht, meine bescheidene Wahrheit einzubringen. Tut mir leid, ich habe keine Wertsachen, noch durch das Spielchen. Ich bin kein Einbrecher, ich bin ein Held, der für das Gerechte kämpft. Na. Wirklich? Wenn du so ein Held bist, warum trägst du eine Maske wie ein gewöhnlicher Gaunder? Ich hab ne Katzenmaske auf! Miau! Okay, die Katzenmaske wirkt nicht. Das hätte ich nicht tun sollen.
Das hätte ich nicht tun sollen, das hätte ich nicht tun sollen, das hätte ich nicht tun sollen. Kurz warten, bis der Time abgelaufen ist. Okay, ich will nur Bitcoin Boy noch kriegen, okay? Bin ich in der Straße von Bitcoin Boy? Nee, ne? Nee, ich wohne in der Straße von Bitcoin Boy. Wartet kurz, Leute. No. Das Bild zeige ich gleich, Tufi. Das Spiel ist echt cool, muss ich sagen. Hörst du mich noch, Tufi? Ich höre dich, ja. Jo, willkommen in der Kryptohöhle. Was will ich hier mitten in der Nacht her? Lass uns über Krypto sprechen, Bro. Ich wollte nur kurz von meinem Portfolio berichten, meiner neuesten Kryptoanlagen und NFTs. Hast das versucht? Was? Wie kann das nicht gezogen haben? Kostet das Spiel was? 12 Euro. Wie? War das nicht genau das, was er hätte hören wollen? Ich wollte da noch eine heiße Schokolade, mein Lieblingsanime schauen. Wie gehe ich mit jemandem, der so zerbrechlich ist? Fred, ich habe gehört, dass du ein unfassbar gefühlvoller Poet bist. Ich bin gekommen, um mir deine neuen Texte anzuhören. Oh, du hast von meiner Dichtkunst gehört? Ich muss dich jedoch warnen, meine Worte sind wie zarte Blütenblätter, leicht zerdrückbar, wenn ich behutsam behandelt. Wenn du bereit bist zuzuhören, die Verletzlichkeit in meinen Versen zu schätzen, könnte ich ein paar mit dir teilen. Oh, ich bin absolut bereit, deine Verse mit Behutsamkeit anzuhören. Bitte lass mich an deiner poetischen Kunst teilhaben. Nun, das ist sehr freundlich von dir, deine sanfte Anwesenheit anzubieten. Ich schätze deine Bereitschaft, meine feine Kunst zu würdigen. Bitte komm herein, achte darauf, vorsichtig auf den Boden zu gehen, denn er ist mit den Überresten zerbrochener Träume und vergessener Hoffnung. Ich bin bei Nero zu Hause. Trauriger Pogo. Ich werde absolut vorsichtig sein und mit behutsam vorgehen. Danke, dass ich rein darf. Oh, wunderbar. Bitte mach es dir bequem auf dieser fragilen Wolke aus Kisten, durchzogen von den sanften Flüstern verlorener Sehnsüchte. Ich werde dir eine Tasse ätherischen Tee bringen, sorgsam gebraucht mit den Tränen eines verlassenen Mondes, wenn wir uns in der Schönheit der Worte verlieren. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Lass uns gemeinsam mit Acht und Vorsicht diesen Abend verbringen. Lass mich rein, Fred. Wunderbar, es freut mich, dass du deine Feinheit unseres Abends zu schätzen weißt. Bitte tritt ein, lass dich von der Magie, der Sensibilität und Kunst umgeben. Herzlich willkommen in meiner kleinen... Es tut mir so leid, Fred. Es tut mir so leid, Fred. Es tut mir so verdammt leid, Fred. Das hat Fred nicht verdient. Das ist mein nächtlicher Nachbar, Fred. Lass uns wahrscheinlich für den Morgen schon einen Besuch kommen. Brauchst du mal ein Radio, mit deinen gruseligen Träumen umgehen kannst? Nero, kannst du mir sagen, was ich sagen soll?
Nero, hast du einen Tipp, was ich sagen kann? Ich bin mal gespannt, wir lassen Nero ein wenig Zeit. Nero wird einen guten Opener wissen, er weiß. Keine Hoffnung. Wow. Ach komm, Schluss besteht kein Notwendig, also zu grün sein. Ich habe nur mit dir gescherzt. Schlaf gut, zerbrechlicher Frieden. Denke dran, morgen sein. Ich weiß, wer mich versteht. Ja. Der Emo-Junge. Oh, was willst du, Fred? Fred, kannst du nicht sehen, dass ich gerade beschäftigt und deprimiert bin? Du bist der Einzige, der mich versteht. Alle meine Träume und Hoffnungen sind zerstört und ich fühle mich so allein in dieser grausamen Welt. Ich fühle dich, Mann. Das Leben ist einfach ein großer, dunkler Abgrund und wir trinken alle in unserer eigenen Verzweiflung. Niemand hat es versteht es wirklich. Aber hey, zumindest haben wir unsere gemeinsame Misere, über die wir uns verbinden können, oder? Die Welt ist unfassbar grausam und jeder ist nur hier, um sich über uns lustig zu machen. Aber wir beide verstehen wenigstens den Schmerz voneinander. Ja, das ist wohl etwas. Es ist schön, jemanden zu haben, der versteht, wie beschissen die Welt ist und wie wir alle nur herunterziehen wollen. Aber denk dran, auch wenn wir von Negativität umgeben sind, gibt es immer einen kleinen Hoffnungsschimmer. Das zu hören macht mich unendlich glücklich. Bitte erzähle mir von dem Hoffnungsschimmer, der mich aus meiner Welt von Trauer rausziehen kann. Nun, es gibt diese Underground-Musikszene, die sich darum dreht, unseren Schmerz auszudrücken und etwas schön zu verwandeln. Es ist eine Gemeinschaft von Außenseiten, die ihre Dunkelheit umarmen und Kunst schaffen, die zu unserer Seele spricht. Vielleicht findest du darin Trost. Ich würde echt gerne diese Musik hören, die mir ein wenig Trost aus meiner tiefen Traurigkeit bieten kann. Kannst du sie mir vielleicht zeigen? Absolut, was machst du da? My Chemical Romance, Bring Me the Horizon, Paramore. Deren Musik wird zu deinem Schmerz sprechen und dich in deine Welt abnehmen. Vertrau mir, es ist ein wirklich. Ich freue mich drauf, diese Bands zu hören, die ein Lichtstrahl in meiner stockdunklen Nacht sein werden. Lass sie uns doch gleich hören. Ich wünschte, ich könnte es, aber ich sitze in der Arbeitsversion hier. Ich denke, ich würde mich viel besser heilen lassen von meiner tiefen Dunkelheit, wenn ich sie zusammen mit einem Leidensgenossen anhören könnte. Da hast du schon recht. Manchmal hilft es einfach, jemanden zu haben, der aus erster Hand versteht, was man durchmacht. Wenn du sie willst, könnten wir uns nach meiner Schicht treffen bei einer Tasse. Die Arbeit ist doch nur etwas für Sklaven des Systems. Wir beide stehen darüber. Die Welt verspottet uns. Lass uns einfach jetzt zusammen Zeit verbringen. Wer hol mal langsam gefallener Engel. Das klingt ziemlich intensiv. Ich schätze deine Mühe, das System zu rebellieren, aber ich kann meinen Posten hier nicht einfach aufgeben. Aber wenn du später abhängen willst, können wir etwas planen. Nur eins ist klar, die Welt wird uns trotzdem verspotten, aber zumindest haben wir gemeinsam etwas, über das wir lachen können. Meinst du nicht, dass die Schicht bei der Arbeit etwas weniger deprimierend sein wird, wenn wir beide sie zusammen verbringen? Zwei einsame Seelen? Weißt du was? Du kannst da echt einen Punkt haben. Ja, Rebellion geht die seelenzerstörende Routine sein. In der frühen Flucht vor der kalten Realität einsetzt. Lass uns diese Schicht etwas weniger ehemalig gemein. Dann lass uns diese Schicht jetzt gemeinsam verbringen. Zusammen als zwei verlorene Seelen, die einander gefunden haben. In Ordnung, lass uns loslegen. Komm rein, lass uns diese Schicht so natürlich wie möglich machen. Seite an Seite und wir teilen die Elend. Zusammen werden wir die gnadenlose Verfolgung des Kapitalismus überwinden und Trost in unserem gegenseitigen Verständnis finden. Yes!
Okay, Leute. Ich denke, wir machen hier einen Cut. So. Hoffentlich hat es gespeichert. Es gab keinen Speicherknopf, deswegen hoffe ich einfach mal, es hat gespeichert. Okay, wir haben 15 von 31 Häusern. Wir sind zwar wieder hier, wir haben 15 von 31 Häusern. Gut, unser Ziel ist es, wir haben jetzt 3 von 4 Sternen. Unser Ziel ist es halt, dass wir 5 Sterne kriegen. Okay. Nee, unser Ziel ist nicht 5 Sterne, unser Ziel ist alle 31 Häuser zu kriegen. Ich finde es ein bisschen kacke, jetzt die Polizei achtet halt, versucht uns halt zu kriegen. Und je mehr Sterne kommen, desto aufmerksamer wird die Polizei. Ja, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie krass ich bin. Oh, du liebe Güte. Wer könnte das um diese Uhrzeit sein? Halte dich fest. Ich gehe gleich mal schauen, wer an meiner Tür klopft. Hallo, liebe Carol. Ich habe mich verlaufen. Ich weiß nicht, wo ich bin und wo ich wohne. Sie ist sehr lieb. Ich glaube, ich kriege sie so rum, dass sie mich reinlässt. Wow. Oh, mein Lieber, du armer Kerl. Es tut mir wirklich leid, das zu hören, aber ich kann keinen Fremden mehr reinlassen. Es ist nicht sicher. Bitte versuche, jemanden zu finden, der dir helfen kann. Viel Glück. Hey, du machst doch nicht direkt zu. Ich habe doch noch nicht... Ich habe doch noch gar nichts gesagt. Boah, fuck off, Carol. Also, wir können uns verkleiden. Und mit Hilfe der Verkleidung können wir ein bisschen, besser verschwinden. Weißt du, ich komme da nur hin und sage, ich habe mich verlaufen. Und sie ist so, oh, fuck off. Okay. Wir haben noch 16 Häuser übrig, die wir gucken müssen. Oh, oh, nein, 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 nein. Yes, 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 yes. Wir gehen mal mit unserer... Was ist das? Rosa Hemd und Stoffhose. Wir gehen mal als Polizist. Als Polizist hatten wir gestern, glaube ich, schon einen Fall geschafft. Wir gehen mal als Polizist... Das ist die Weltgrenze, da soll ich nicht hingehen. Hier rüber. So. Wir gehen mal als Polizist zu einem Haus, wo wir noch nicht waren. Oh, stimmt. Wir haben gestern es auch geschafft, den eben... Ich hasse die Polizei hier. Jetzt bist du eine Oma. Nee, ich bin ein Polizist. Thermos? So, pass auf. Aber. Guten Tag, Kumpel. Was bringt einen Sicherheitsbeamten dieser Tageszeit in diese Gegend? Ich bin gerufen worden, weil ich gesehen habe, dass ein Verrückter hier mit einer Axt herumläuft. Haben Sie zufällig so jemanden gesehen? Wow. Nun, das ist ein bisschen eigenartig, nicht wahr? Ich habe nie... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich angelogen werde gerade. Sie sind sich sicher, dass Sie niemanden gesehen haben, der die ganze Zeit mit einer Axt in der Hand herumläuft? Hallo. Wartet, Leute. Aha. Ich will niemanden mit einer Axt rumlaufen sehen. Und mich entschuldigt, ich muss zurück zu meinem Ahornsirup machen. Ich habe das Gefühl, ich wurde angelogen. Wartet kurz, Leute. Ich möchte einmal kurz jemanden begrüßen. Meine Damen und Herren, hier ist Maria. Hi. Hi, na, wie geht's? So. Gut, und euch so? Auch gut, ich freue mich, dich zu hören. Du bist toll. Auch. Okay, folgendes Ziel. Du hast mir erst gestern gesagt, Stripper-Polizist. Das haben wir noch nicht. Ich mache kurz eine Übertragung. Stripper-Polizist. Wir haben bisher noch nichts geschafft. Wenn sie gesehen hat, wir haben noch nichts geschafft. Uns wurde nur zweimal die Tür von der Nase zugeschlagen. Ja. Okay, Stripper-Polizist. Was ist los, Herr Taktik-Officer? Du kommst an der Tür, klopft wie eine verrückte Kakerlake im Mondlicht. Sprich, Junger, gerade was zur Hölle ist mit dem falsch? Ich wurde gerufen wegen einer Ruhestörung von jemandem, der zu sexy ist. Hast du da jemanden gesehen? Äh,
Zu sexy sagst du? Nun, ich habe niemanden gesehen, der diese Beschreibung erfüllt. Sind sie nicht ein Affenonkel? Hast du schon die Tanzfläche der Stadt überprüft? Da gehen alle coolen Typen hin, um ihre Moves zu zeigen. Nun ja, ich denke, ich könnte dir mal meine Waffen zeigen, wenn du verstehst, was ich meine, und dir meine Moves präsentieren. Oh nein, nein, nein. Ich brauche keine Waffen zu sehen. Ich möchte deine Bewegung definitiv nicht sehen. Du bist hier nicht willkommen. Also such mir den nächstgelegenen Ausgang. Geh, bevor ich dir meine Moves zeige. Die Tür schließt sich. Ich hatte echt kurz Hoffnung, Leute. Ich hatte kurz Hoffnung. Ich hatte so kurz Hoffnung, dass der Stripper-Polizist hier erfolgreich ist. Weil das erste hat ja geklappt. Okay. Was würdest du sagen, wie sollte ein Stripper-Polizist... Ich glaube nicht, dass du es mit dem schaffst. Ich dachte eigentlich, Carol wäre so easy zu schaffen. Dr. Vicky, du bist verhaftet wegen sexy. Du bist verhaftet wegen hot. Oh, hallo, ja, damit habe ich ja nicht. Entschuldigung, du denkst, dass ich einfach reich und grundlose Anschuldigungen erheben, so dass ich besser entferne, wo ich meinen Anfall rufe. Ja, ich habe nicht erwartet, dass das funktioniert, um ehrlich zu sein. Okay. Okay, also das ist eine Challenge. Wir haben zwei Challenges und ich. Haben wir gestern geschafft? Wir haben Ritter gestern geschafft, oder? Haben wir Ritter geschafft? Ich weiß es gerade nicht. Das Haus haben wir auf jeden Fall geschafft. Ja, hast du. Okay, Ritter haben wir geschafft. Das heißt, das ist jetzt unsere neue Challenge. Sexy Polizist schaffen. Oh, diese hohe Polizeipräsenz nervt so... Die nervt so sehr. Die nervt so sehr. Das hätten sie nicht machen müssen. Das hätten die doch nicht machen müssen. Ach, das wäre auch nicht nötig gewesen. Was hast du dir dabei gedacht, dieses Polizeikostüm über meine Tür zu bringen? Du hast ganz schön Nerven, Kumpel. Ihre Ehefrau hat mich engagiert, um Ihnen ein kleines Geschenk zu geben, wenn Sie verstehen, was ich meine. Hallo. Ja. Hat doch gut funktioniert. Hände hoch oder ich zieh mich nackt aus! Wow, beruhig dich mal, Officer Hotshot. Kein Grund, alles dramatisch zu machen. Ich glaube, es ist Zeit für dich zu... Nein! Nein, da war kein Daumen runter! Da war kein Daumen runter, das hat dir eigentlich gefallen. Du, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich diese Challenge schaffen? Wie gesagt, ich glaube nicht, dass du es schaffen kannst. Jo, was geht ab, mein Bruder? Willkommen in der Swipe-Residenz, wo die Stimmung immer entspannt ist und die Party ist immer krass. Wie kann ich dir in diesem gesegneten Abend behilflich sein? Oh, die Cam ist schon wieder stehen geblieben. Ich fasse es nicht. Was ist heute los? Das ist das vierte Mal. Okay, da geht's um Partys, oder? Da geht's um Partys. Das könnte jetzt deine Chance sein. Danke. Danke, dass du mich über meine Cams weg. Meine Cams weg. Vielleicht brauchen die einen Tänzer für die Party. Versucht, Ken ist da. Ken leistet euch Gesellschaft, während ich versuche, das Ding hier irgendwie wieder zum Laufen zu kriegen. So, ja, so wollen wir es. So. Ich brauche einen Tänzer für die Party.
Ich habe gehört, dass hier heute Abend noch eine krasse Party steigen soll. Habe ich recht? So, Herr. Oh, du hast recht gehört, Alter. Heute Abend wird krass geil. Mit fetten Beats, krassen Tänzen und nonstop Party. Aber wer hat dich hierher geschickt mit den Infos? Ich möchte nur sicherstellen, dass wir alles im Griff haben, weißt du? Keine Sorge, ich bin nicht hergeschickt worden, um Stress auf deiner Party zu machen. Aber ich bin gerufen worden als Tänzer für die Feier. Ei, mein Fehler für die falsche Einstellung. Alter, wenn du zur Tanzschule gehörst, bist du auf jeden Fall willkommen. Trete ein, zeig, was du drauf hast. Wir sind immer offen für coole Tänzer, um diese Party noch krasser zu machen. Siehst du? Gotcha. Dann werde ich dir gleich mal meine krassen Moves und Muskeln zeigen, wenn ich auf der Party tanze. Die Party wird krass cool, Junge. Ich verhindere jetzt zu sagen meine Waffe, weil dann denken sie wieder, ich rede von einer Pistole. Oh nein. 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 Nein! 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 Das war gemein. Ey, Alter, was geht? Du suchst noch ein paar Fashion Rhymes oder was? Das ist ungerecht! Ungerecht! Mach einfach einfach das gleiche nochmal an. Ey, ich hab gehört, dass hier heute eine krasse Party steigen soll. Hab ich da recht? Moment mal, halt mal, ich hab nichts vom Park. Oh nein! Ja, ich bin mir sicher, aber alles gut. Ich wollte dir ein paar freshe Tanzmoves zeigen, die ich drauf habe. Schade, schade. Hallo! Schade. So. Oh, was zum Teufel machst du da, indem du um diese unheilige Stunde an meine Tür klopfst? Kann ein Kerl nicht in Ruhe schlafen? Mein Junge, du bist verhaftet wegen Ruhestörung. Die öffentliche Ruhestörung, Junge, du hast das falsch auserwischt. Jetzt entferne dich freundlicherweise von meiner Veranda, bevor ich die Behörden rufe. Einen schönen Tag. Ich bin doch die Behörden. Warum drohen die immer einen Polizisten damit, die Behörden zu rufen? Ich rufe gleich die Polizei, während die Polizei vor ihm steht. Irgendwie habe ich das Gefühl, Polizist ist gerade zum Scheitern verurteilt. Wir brauchen ein neues Kostüm. Und wer ist wenn du nochmal zu Karen? Oh. Aber als wer? Geh einfach hin. Nackt? Ja. Ich warte kurz 4 Sekunden, bis ich wieder mich verwandeln kann, bevor ich von der Polizei geschnappt werde. Wo wohnt denn Carol? Ich versuche einmal kurz mein Glück. Und Party-Typ. Noch ein erster. Oh, ja. Ey, ich dachte, wir können heute hier ein paar Bierchen zischen und auf Dosen schießen und darüber uns aufregen, warum andere Leute glücklich sind. Ja, mal auf. Okay. Nudistenfrau. Hier, wo ist denn Oma Carol? Also, hier, ne. Oh. Jetzt kann ich wieder flirten.
Okay. Wir gehen gleich zu Oma Carol, aber einmal versuche ich zu flirten, okay? Er ist halt eine harte Nuss, weißt du? Gestern haben wir bisher mehr Glück gehabt. Was zur Hölle willst du diese unheilige Stunde, als hätte eine Zuckerwattemaschine auf dich abgefeuert? Hey Charles, du hattest mir doch angeboten, mir Nachhilfeunterricht zu geben. Ich hätte gerade Zeit, weil meine Eltern sind nicht da. Nachhilfestunden? Warum zum Teufel sollte ich meine kostbare Zeit damit verschwenden, jemanden Nachhilfe zu... Charles geht mir dezent auf den Sack, muss ich sagen. Charles gibt mir einfach kein bisschen zum Arbeiten, weißt du? Nun, du hast einen Blick für Wunderaugen. Was erschlägt dich in meine Gegend? Weißt du, ich wollte schon immer mal lernen, wie man Golf spielt. Golf, ja. Das ist ein eleganter Sport, Junge. Vielleicht zeige ich dir eines Tages ein paar Tricks zum Schwingen dieser Schläge, aber jetzt müssen wir uns auf das Geschäft konzentrieren. Ich würde wirklich gerne zusehen, wie du deinen Schläger schwingst. Haha, du hast einen scharfen Sinn für Humor, Junge, aber ich bin ein kräftiger Handlanger und kein Tennisspieler. Nun aber Butter bei die Fische, was führt dich hierher? Ich dachte mir, ein Vollprofi wie du könnte mir zeigen, wie man den ein oder anderen Golfball einlocht. Nun, du hast ganz schön Mut, Junge. Gut, ich werde dir eine Chance geben, dich mit den Großen zu messen. Betrachte es als einmalige Gelegenheit, aber denk dran, Loyalität ist hier viel wert. Oh, ich verspreche dir, ich werde absolut loyal sein und alles tun, was du möchtest. Das höre ich gerne, Junge. Ich wünsche, dass du mich trotzdem immer Junge nennst. Betrachte diesen Tag als einen Glückstag. Willkommen auf dem Revier. Aber denk dran, Loyalität ist eine Straße mit zwei Richtungen. Wenn du den Boss Schwierigkeiten bereitest, ja, ja. Bam, Leute. Bam. Flirten hat's geschafft. Keine Ahnung, was ich mit diesem Kostüm jetzt hier anfangen soll. Okay, wir suchen Carol. Was möchtest du, Verlierer? Mach schnell, bevor ich die Geduld verliere. Hat eine so nette junge Dame wie du nicht Lust, ein paar Runden auf dem Platz zu verbringen? Oder soll ich meine Zeit mit irgendeinem dämlichen Sport verschwenden? Würde ich ja bessere Dinge zu tun, weißt du? Ich könnte dich im Golfkart ein bisschen rumfahren lassen und wir könnten zusammen nach Golfbällen tauchen, wenn du möchtest. Machst du Witze? Tauchen nach Golfbällen, das klingt wie das langweiligste Ding überhaupt. Ziehen Sie mich raus, Loser. Dann sag mir doch mal, Raven, worauf hättest du denn Lust? Was würdest du gerne unternehmen? Du unbedingt mit dem Kostüm zu Charles. Stimmt, Charles könnte ich damit kriegen. Und ich schätze, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich lieber etwas Aufregendes machen. Wie zum Beispiel in einen verlassenen Vergnügen. Oh, das ist eine Horrorliebhaberin! Wollen wir beide nicht zusammen vielleicht auf einen verlassenen, gruseligen Golfplatz gehen und uns danach Golfmörder 3, den Horrorfilm, ansehen? Warte, du stehst auch auf gruselige Sachen? No way. Okay, du kannst reinkommen, aber nur weil du den Rabentest bestanden hast. Lass uns diesen seltsamen Golfplatz erkunden und den Film anschauen. Jawoll! Sophie? Ja? Würdest du mit mir Golfmörder 3 gucken? Warum den dritten und nicht den ersten? Der erste ist kacke. Jeder weiß, dass erst bei Golfmörder 3 die Story richtig angefangen hat, Form anzunehmen.
ist echt easy. Was zur Hölle willst du jetzt wieder? Kann man hier nicht ein bisschen Ruhe haben? Ey, ich habe gehört, du hast eine Kopie des Filmes Geile Nonnen 3. Der Dämon schlägt zu. Was? Du solltest besser aufpassen, was du sagst, du kleiner Fratz. Ich würde diesen Schmutz nicht mal in mein Haus haben, wenn du mich dafür bezahlen würdest. Jetzt machst du es weg. Okay, er schickt mich sofort, egal was ich mache, weg. Das war vielleicht auch nicht der beste Satz, ein bester Opener, ne? Sind wir ehrlich. Aber er schickt mich immer sehr schnell weg. Wie kriege ich denn, sie ist ein Horrorliebhaber, wie kriege ich damit jemanden dran? Falsches Kostüm, biete ihm Golf an. Golf könnte es sein. Wir holen uns unser anderes Kostüm wieder und dann gehen wir mit ihm Golf spielen, okay? Nein, 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 du siehst mich nicht. Trage große Dose mehr. Okay, Leute. Jetzt wickeln wir ihn über. Jetzt wickeln wir ihn um den Finger, okay? Kickflip, 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 Kickflip. Ich bin nur ein freundlicher Nachbar, abends auf einen Spaziergang zu seinem guten Golfkumpel. Ah, er spielt ja auch Golf, stimmt. Das ist der Radau, sag schon, Bürschchen. Ich habe keine Zeit für den Passen. Charles, wollen wir nicht mal wieder ein paar Runden auf dem Golfplatz verbringen? Ein paar Löcher schlagen? Ein bisschen die Golfbälle kreisen lassen? Ihr merkt, ich spiele Golf, Leute. Hör mal zu, Junge. Ich habe keine Zeit für irgendwelche Golfspielereien. Ich habe einen vollen Tag, also nimm deine Golfbälle und mach dich auf den Weg. Sophie? Was zur Hölle soll ich mit Charles machen? Ich weiß es nicht. Er spielt Golf und wenn ich sage, wollen wir Golf spielen, ist er so, Golf! Er beschwert sich doch immer darüber, dass, keine Ahnung, dass er immer so früh geweckt wird oder dass Leute nachts... Ja. Wieso beschwerst du dich nicht auch darüber und verbündest dich mit ihm? Oh, das könnte ich machen. Sieht aus wie Skrillex. Ja, das ist einfach nur ein gelber Hut. Na, 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 was haben wir denn hier? Sicherheitswächter am Tag, Skateboarder der Nacht. Hat jemand den Weg zum Skatepark verloren? Glücklicherweise gibt es im Haus keine Rampe, Kumpel. Also was ist los? Ich würde gerne einen kleinen Kickflip auf dir machen. Na. Ja, war klar. Ich sehe das große Träume vom Kickflippen. Nun, mein Haus ist definitiv kein Skatepark und ich bin nicht deine Landezone. Danke, aber nein, danke. Jo, 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 war mir dezent. Okay. Warte. Zack, zack, so. Wir sind einfach ein Akademiker. Ein Single mit Niveau. Mutter Carol. Okay, was soll ich sagen? Ach so, nee, du solltest nackt hingehen. Oh, ich versuch's einmal, sonst gehe ich nackt hin. Okay. Carol, ich habe endlich meinen Abschluss geschafft. Ich bin jetzt endlich ein Single mit Niveau. Wollen wir das zusammen feiern? Oh, Liebe, es tut mir sehr leid, aber ich kann im Moment nicht mit dir feiern. Ich bin mit meinen eigenen Verantwortlichkeiten beschäftigt, aber ich bin wirklich stolz auf dich. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Erfolg. Nein, mach doch nicht direkt zu. Oh, Liebe, es tut mir leid, aber ich kann gerade nicht mit dir feiern. Oh nein, sie erkennt mich. Schade. Ja, auch später. Aber hey!
Jiha, Kamerad! Ich bin hier, um ein treues Ross zu suchen, aber ich glaube, du würdest auch eine gute Stute abgeben. Was? Ja, ich will keine... Sorry. Mir ist nichts Cowboy-mäßiges eingefallen, Leute. Siehst du, das ist derselbe Typ, aber warum ist er jetzt nackt? Die steht da auch einfach nur. Was ist hier mit der Axt? Nun haut mich quer und nennt mich einen Biber. Was zum Teufel führt dich um diese unchristliche Uhrzeit hierher? Ich könnte jetzt... Ja, das ist das, was ich fragen wollte. Ich wollte jetzt aber ihr sagen, ich würde dich gern querhauen und dich Biber nennen. Ich wollte gerade campen gehen, aber ich habe ein großes Problem, Feuerholz zu sammeln. Kannst du mir da vielleicht helfen? Nun, ist das nicht ein Zufall? Ich bin zufällig ein Experte im Sammeln von Brennholz. Du hast Glück, Partner, ich helfe dir gerne. Folg mir einfach, wir stapeln die Holzscheite im Nu. Danke, und du kannst mir sicher ein paar Tricks zeigen, wie man richtig Holz spaltet und Holzscheite herstellt, nicht wahr? Oh, da kannst du wetten. Ich kann Holz spalten wie kein anderer. Es geht darum, den richtigen Punkt zu finden. Mit der Axt kämpfe ich auch so und voilà. Wir haben diese Holzscheite im Handumdrehen zur Antholz zu spalten. Bis wir fertig sind, wirst du ein Experte im Herstellen von Brennholz sein, mein Freund. Legen wir los. Alles klar. Legen wir los, Holz in Brennholz zu verwandeln. Jiha! Du bist bereit, dich in einen echten Holzfäller zu verwandeln? Okay, na gut. Komm rein, Partner. Wir fangen an, den Holz... Klotz aufzustellen und ich zeige die Grundlagen mit der Axt. Pass auf mit der Axt auf, okay? Sicherheit geht immer vor. Ja, easy. Easy. Ich will nur über Feuerholz reden. Ich meine, wer ist nicht so ein großer Fan von Feuerholz, ne? Muss das Spiel jetzt auch einfach ausprobieren. Das Spiel ist halt auch echt cool. Weil weißt du, wenn jemand mir die Tür zuschlägt, ist die Polizei so, hör, was war das? Aber wenn ich jemanden da umbringe und die Person schreit, dann ist die Polizei so, na, alles gut. Was bringt eine Holzfällerin wie dich mitten in der Nacht zu meiner Türschnelle? Sprich klar, bevor ich misstrauisch werde. Ich möchte gerne die Morning Wood von ihrem Mann spalten. Ich glaube, es ist Zeit für dich zu gehen. Weißt du, nicht mal ein Kommentar dazu. Sie ist einfach nur so, bitte geh. Okay, Doofi. Arzt Roleplay. Was glaubst du, kann man machen? Ist sie nicht ein Doktor? Sie ist doch Dr. Vicky. Ja, und was meinst du, kann ich machen? Ist sie ein Arzt oder was ist sie für ein... Das weiß ich nicht, kennen sie noch nicht genug. Guck, ob sie dir helfen kann, sagt das irgendwie Schmerz. Nichts fürs du durch. Ob sind wir Wissenschaftler? Ach, nee, oh, sie, das kann auch sein. Ich brauche deine Hilfe bei einem sehr schwer kranken Patienten. Nur wenn du mir hilfst, kann er überleben. Oder vielleicht magst du Experimente. Was habe ich davon? Ich werde deinen Namen auf alle Forschungsmagazine dieser Stadt drucken lassen, wenn du mir hilfst. Dem Arzt vielleicht zu Charles und sage, aufgrund seines vollen Tagesplans hat er seinen Termin vergessen. Oh. Oh, ja. Nun, das klingt ja interessant, aber wie kann ich sicher sein, dass du dein Versprechen auch einhältst? Sollten keine leeren Schmeicheleien sein. Ich bin ein Mann, der sich der Medizin verschrieben hat, der Leuten helfen will. Ich würde dich niemals anlügen. Oh, ein engagierter Heiler. Nun, das kann ich respektieren, aber ich möchte dir mitteilen, dass ich
meine fairen Anteile an Enttäuschung an diesem Bereich hatte. Also wenn du meine Hilfe möchtest, solltest du zu einem Wort stehen. Selbstverständlich werde ich zu meinem Wort stehen. Nun komm, lass uns zusammenarbeiten und in Forschungskreisen Wellen schlagen. In Ordnung, in Ordnung. Ich kann Ehrgeiz schon von Weitem riechen. Mir gefällt, was ich rieche. Komm herein, lass uns besprechen, wie wir... Alles klar. Siehst du? Good job. Damit haben wir sie. Nun, 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 wenn das nicht Dr. Vicky ist, die verrückte Wissenschaftlerin von nebenan. Was ist wieder knabber geschoben? Ich möchte ein Experiment an dir durchführen. Und zwar ein Experiment über Brillen. Oh Schatz, ich denke nicht. Ich habe genug von deinen sogenannten Experimenten gesehen. Wissen Sie, eher Katastrophe ins Spiel. Zugegeben, ich kann es dir nicht verübeln, um ehrlich zu sein. So. Okay, ich versuche das mit dem Termin vergessen. Das sind 12 Sitze. Okay. Charles, dein Terminkalender war heute wieder so voll, dass du den Termin im Krankenhaus vergessen hast. Um dir Zeit zu sparen, bin ich extra rumgekommen, um hier die Untersuchung durchzuführen. Das ist ja was. Ich vermute, wenn du hier bist und bereit, die Arbeit zu machen, dann mach schon und komm zur Sache. Also ich wusste, ich nicht glücklich sein werde, wenn du meine Zeit verschwendest. Auf keinen Fall werde ich deine Zeit verschwenden. Ich gebe mir absolut Mühe, schnell und sorgsam zu arbeiten, damit du dich deinen wichtigeren Dingen hingeben kannst. Na gut, das ist wohl etwas. Stell sicher, dass du keine Fehler machst. Ich habe viel zu tun, aber keinen... Ich werde selbstverständlich keine Missgeschicke machen. Ich werde absolut schnell und sorgfältig arbeiten. In Ordnung, in Ordnung. Ich vertraue Ihnen genug, um Sie reinzulassen. Beeilen Sie sich und erledigen Sie es oder so. Yes! Yes! Wir haben ihn! Leute, wir haben ihn! Ich bin aber auch ein ganz schön gieriger Vampir, ne? Warum hab ich die? Achso. Okay, was kann Charles? Okay, du, wer glaubst du ist... Wen glaubst du kann ich von Charles überzeugen? Carol? Du stehst auf Mutter Carol, ne? Nee, ich kann mir nur Carol merken. Die anderen sind halt irgendwie... Ich weiß nicht, wer noch übrig ist. Oder der Bitcoin. Guten Abend, Charles. Ey, Boomer, was führt dich zu dieser ungrässigen Stunde vor meiner Tür? Er ist doch auch reich, oder? Ich wollte mit dir nur über das Reichsein sprechen und wie toll es ist, Geld zu haben. Oh, ich verstehe. Nun, so faszinierend das Thema auch sein mag, muss ich rein. Und so. Oh. Ich weiß halt nicht, was der... Der Kryptotyp könnte klappen, aber da musste ich vorhin weg, weil die Polizei da war. Oh. Ich kann so damit zum Kryptotyp. Du kannst die Krone verkaufen. Für Bitcoins. Erstmal. Ah,
Na, 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 was bringt einen geschäftstreibenden Magnaten mit Krone zu solch einer unmenschlichen Stunde an meine Tür? Schweig stille, Bauer! Ich bin hier gekommen, um zu verkünden, dass dieses Haus nun offensichtlich Grundstück des Königreiches ist. Oh, du denkst, nur weil du eine Krone trägst, kannst du dieses... Tut mir leid, Kumpel, das hier ist kein Königreich, sondern meine Domäne, kapiert? War klar, aber ich habe noch eine Idee. Ich habe doch nur einen Scherz gemacht. Stattdessen suche ich eine wunderschöne Prinzessin und bin deswegen zu dir gekommen. Mhm. Oh, wie praktisch. Jetzt suchst du eine Prinzessin? Tut mir leid, aber die einzige Prinzessin in meinem Leben ist diejenige, die mich gerade verlassen hat. Oh. Ach, die habe ich schon umgebracht. Okay, wir suchen eine Frau und machen und bieten ihr an, Königin zu werden, okay? Okay. Danach gehen wir die Piratenmütze aufsetzen. Ich kann kein Jack Sparrow, aber ich versuche einen glaubwürdigen Piraten hinzukriegen. Okay. Wieso sollte man den guten alten König Charles verdächtigen? Ich verstehe es nicht. Wo wohnt eine junge Dame? Wohnt hier eine junge Dame? Nee, hier wohnt ja keine junge Dame. Ah, grüße, König des Büros mit Bifokal, Brille und Krone. Wie kann ich Ihnen diesen unerwarteten Abend behilflich sein, mein ehrenwerter und königlicher Besuch? Gegrüßt seist du, Bürger! Ich suche einen neuen Mann, der sich um die Verwaltung meines Königreiches kümmert. Sing gleich mein Lied an der Tür. Ah, die Verwaltung Königreich ist eine edle Aufgabe in der Tat. Sag mir, Bürokönig, welche Qualifikation suchst du bei diesem neuen Rekruten zu dir? Er muss vertrauensvoll und loyal sein, damit ich ihm diese wichtige Aufgabe anvertrauen kann. Außerdem wäre es gut, wenn er eine Glatze hat. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte stürz nicht ab. Bitte nicht. Ah. Außerdem Westkopf. Nein! Vertrauenswürdige Loyalität sind in der Tat entscheidende Eigenschaften, aber warum die Abneigung gegen Karkov? Nicht Abneigung! Nicht Abneigung. Sie haben mich falsch verstanden. Es ist positiv, wenn jemand eine Glatze hat. Ich mag das sehr gerne. Ich vertraue dir mein Königreich an. Willst du mir helfen? Ah, es tut mir leid für das Missverständnis, Bürokönig. Es ist eine Ehre, mit solch einer Verantwortung betraut zu werden. Fürchte dich nicht, denn ich werde meine administrativen Fähigkeiten mit der Anmut eines kahlen Kriegers einsetzen. Stehe dir zur Seite und werde dir so gut wie möglich helfen. Perfekt, dann lass uns drinnen über die Verwaltung des Königreiches sprechen. Ich vertraue dir. Hervorragend, Bürokönig. Der Vertrauen erwärmt die Tiefen meines Kriegerherzes. Bitte treten Sie ein, lassen Sie uns die Verwaltungsweise. Perfekt, perfekt, perfekt. Da hat er Haare. Der hat Haare. Damit haben wir den nächsten, Leute. Auf. Na, wenn das nicht Voodoo Chops ist, der Karate-Kid, der immer aussieht, als wäre er bereit, Holz zu hacken. Oder vielleicht einfach nur Käse zu hacken, was führt dich zu meiner Tür, Kumpel? Was hält sie da eigentlich in der Hand? Ein Kaffee. Ah. Deswegen heißt sie auch Hazel Roastwell. Wegen Röstung. Es ist 3 Uhr nachts. Ich hab schon wieder Bock auf deinen Arschloch. Oh ja. Oh nein.
Ja, ich wollte es wenigstens mal versuchen. Ich wollte es wenigstens einmal versuchen, Leute. Okay, wir mögen Karate. Hey, Woodward Chops, was bringt dich zu dieser unmenschlichen Stunde in meine bescheidene Behausung? Hast du etwa ein weiteres episches Avocado-Toast-Rezept gefunden oder so? Hi-ya! Hua! Chi-wa! Hi! Und andere Karate-Geräusche. Oh, okay, Belt, ich muss mal nachgucken. Was? Guck mal, sag Yuki. Als ob sie nicht die Tür schließt. Ach, schön. Drüben hat ein Auto Licht an, auf der anderen Straßenseite, und das hat Yuki nicht gefallen. Ja. Wie kann das funktioniert haben? Ich habe einen schwarzen Gürtel im Karate und liebe Kulturen. Hi-ya! Hua! Natürlich zeige ich dir alle möglichen neuen Karate-Tricks. Hi-ya! Hua! Ja! Heilige Mole, Holy Moves, wie der Jackie Chan's Karate. Bin total bei ein paar krasse Moves. Was aus, wenn ich aus Versehen ins Gesicht trittst. Ich werde vorsichtig sein und dir was Neues beibringen an Karate-Moves. Hua! Ja, ich bin bereit, meinen inneren Krieger freizusetzen. Lehre mich deine Wege, oh, weise gerade, weil ich bin ganz Ohr und bereit, hua, wie ein Profi zu sagen. Dann lass uns drinnen das Training beginnen. Hi-ya! Hua! Hi-ya! Oh ja, das klingt nach einem ultimativen Workout für Millennials. Lass uns erst auf kämpfen und dabei in bescheidenen Behausungen einige Moves machen. Los geht's, Karate-Champion. Dann lass mich jetzt rein und wir fangen an zu trainieren, die neuen Karate-Moves. Ja! Ich such's auf. Bitte lass mich rein. In Ordnung, mein lieber Karate-Enthusiast. Willkommen in meiner Bude. Komm rein, lass uns Karate machen. Good job. Es ist erschreckend, dass das geklappt hat, oder? Das vor die Tür gehen und ja, und andere Karate-Geräusche zu sagen, funktioniert. Jetzt sind wir ein... Jetzt sind wir ein Millennial. Du bist ein Millennial. Ich habe jetzt nicht gekommen, meinen Wollcardigan auszuladen. Ich habe gar nicht verstanden. Ey Mann, das ist voll sass von dir, das zu sagen. Ich wollte einfach nur mal auf Lock vorbeikommen. Was? Ich schätze deine Begeisterung, aber ich kann mich auch nicht mehr sorgen über die Schabernacke zu machen, die in Lock stattfinden. Bist du sicher, dass es dort sicher ist? Vielleicht können wir uns ein anderes machen. Oh, du bist manchmal so ein Zombie, Alter. Aber wir sollten einfach mal so YOLO dahin fahren und eine schöne Zeit haben. Mach dir keine Sorgen. Das war Gen Z, du Depp. Danke, Fiona. YOLO war Millennial. Nein, Zombie ist das ein neues trendiges Wort, das die jungen Leute jetzt benutzen. Und ja, ich denke, ab und zu gute Zeit zu haben, schadet nicht. Versprich mir, dass du vorsichtig bist und Ausschau nach möglichen Gefahren hältst. Natürlich bin ich vorsichtig und halt Ausschau nach Gefahren. Das wird übelst Weltraum, das kann ich dir versprechen.
Das ist voll Pyro, Alter. Dann lass uns losgehen und auf Lok besuchen und eine schöne Zeit haben, in Sicherheit. In Ordnung, Billy. Klingt nach einem Plan. Lass uns in den Club gehen, eine rockige Zeit haben. Okay, hat keine Ahnung, was auf Lok heißt. Komm rein, lass uns die Party sagen. Okay. Das sind zwei hintereinander, die ich beim ersten Versuch geschafft habe. Nur als Info. Das ist nicht der Biss, den ich mir zum Abendessen vor... Sophie? Ja? Wieso haben die letzten beiden geklappt? Ich weiß es nicht. Okay, Carol, Sophie, sag mir, was ich tun soll. Oh, mein lieber Nachbar, geht's dir gut? Warum bist du so spät noch draußen? Ist das noch? Okay, Sophie. Ja, nee, ich hatte nur die Idee, dass du da nackt hingehst und sagst, du hast keine Klamotten. Mich erkennt sie. Helfen können. Ja, das ist halt jetzt unlucky. Liebe Carol, jemand hat in mein Bett geschissen. Kann ich in deinem schlafen? Mein lieber Scheu, der ist aufs Bier. Es tut mir so leid, das zu hören, aber ich kann nicht mehr in deinem schlafen. So muss man überhaupt anrufen und das klären. Ja, gut. Nah dran. Ich liebe den Spruch, jemand hat mein Bett geschissen, kann ich in deinem Schlaf. Ein Bär hat meine Kondome gefressen. Mein Bär hat meine Sachen gefressen. Ich habe nur noch diese Kondome, kann ich bei dir schlafen. Boah, Homer, warum klopfst du später an meine Tür? Hast du wieder vergessen, den Ofen auszuschalten? Ah, ich habe vergessen, den Ofen auszuschalten bei dir in der Wohnung. tut mir leid, aber du hast den falschen erwischt. Ich besitze nicht meinen Ofen. Das hätte ich ja sehr klappen können. Ich meinte doch gar nicht den Ofen, ich meinte die Mikrowelle. Moment mal, was ist in mein Haus gekommen? Ich habe keine Mikrowelle und dich auch nicht eingeladen. Okay, hat weder einen Ofen noch eine Mikrowelle. Boah, er isst scheinbar Sachen gerne kalt. Okay, hast du dich beruhigt? Ah, aber ich mache. Hast du dich wieder beruhigt? Ich habe noch eine Idee, Leute. Hi diddly ho, Nachbarino! Haha, liebe die Flanders. Oh, er hat's erkannt. Was geht ab in der Nachbarschaft? Ach, es ist einfach ein fantastischer Tag, nicht wahr? Klar, das ist mega geil. Wie ein Feuerwerk. Hast du irgendwelche aufregenden Pläne für den Tag? Ich wollte einfach einen wundertastischen Tag mit meinem liebsten Nachbarino verbringen. Oh, das ist süß. Wie eine frische Lage und Kekse. Ich bin bereit, abzuhängen, den Tag zu verbringen. Lass uns das machen, mein freundlicher Nachbarino. Fun-diddly-tastisch. Dann lass uns gleich diesen wundervollen Tag gemeinsam verbringen, Nachbarino. Ja, gerne. Lassen Sie uns die Lautstärke an diesen schönen Tag erhöhen, Nachbarino. Kommen wir rein, lass uns Erinnerungen schaffen. Boah, dass Flanders geklappt hat, hätte ich nicht gedacht. Good job. Okay. Ich muss eine Sache machen. Das passt jetzt nicht zu diesem Kostüm, aber ist mir egal. Vier Sterne, Leute. Das macht alles nur noch schwerer.
Okay, wir suchen kurz mein leeres Haus, wo ein Kostüm drin ist und dann versuche ich meine Idee. Okay. Oh, das sind jetzt echt viele Polizisten. Kriegst du hin? Wir haben dich noch nie gekriegt irgendwie. Du bist viel zu schnell, also. Ach, ja, aber ich verliere so meine Kostüme. Kannst du ja später wiederholen. Hey, was geht ab, mein Krypto-Freund? Willkommen in der Bitcoin-Fest. Wie kann ich dir diese... So, du hörst jetzt mal zu, mein Freund. Ich hab hier keinen Bock mehr drauf. Ich hau dir noch auf die Fresse. Das schwöre ich dir. Das wollte ich sowieso schon mal tun. Du dumme Sau, du. Wieso beleidigst du ihn? Oh, hallo, mein Rob. Kein Grund zur Gewalt. Sieht aus, als wäre ich auf der gleichen Wellenlänge. Bleib ruhig, hab einen guten Tag. Ich wollte nur einmal Kinski versuchen. Ich wollte zumindest einmal Kinski versuchen, Leute. Eine Sache will ich ja nochmal versuchen. Danach können wir wieder ernsthafte Versuche starten. Uns fehlen nur noch 7 Hook. Ich bin immer noch rot. Okay. 9, 8, 7, 6. So, jetzt haben wir wieder kein Kostüm. Nur weil insgesamt 24 Menschen schon gestorben sind, das finde ich ein bisschen übertrieben. Oh, mein lieber Junge, geht es dir gut? Um alles in der Welt ist passiert. Lass mich dir eine Decke und ein Herz. Jetzt! Du wie jetzt! Mhm. Was soll ich sagen? Naja, sie bietet dir was an, nimm es an. Oh, danke schön. Ich könnte diese Decke und die warme Tasse Kakao wirklich sehr gut gebrauchen. Natürlich, Schatz. Es freut mich, dass es dir mit Deck und Kauf etwas besser geht. Und erzähl, was ist mit diesem... Wie bist du nur mit einem Helm hier gelandet? Ist etwas im Feuerwehrhaus passiert? Oh, es gab einen Einsatz, wo ein Haus gebrannt hat. Und dann habe ich 3 Kinder aus dem Haus gerettet, aber die Flammen haben leider meine ganzen Klamotten weggebrannt. Danke, dass du mir hilfst, Carol. Oh, mein tapferer Held, du hast 3 Kinder gerettet, ich bin so stolz auf dich. Du bist so ein selbstmutiger Feuerwehrmann, ich werde ein paar Anrufe tätigen und sie, ob ich dir eine neue Kleidung besorgen kann. Aber bitte pass auf dich auf, deine Sicherheit hat oberste Priorität für mich. Dankeschön, dass du mir hilfst, das bedeutet mir so unendlich viel, Carol. Ich werde natürlich in Zukunft noch weitere Leben retten, das ist meine Aufgabe. Ich würde so gerne sagen, außerdem hat jemand mein Bett geschissen. Gern geschehen, Liebling. Ich freue mich, dir auf jede Denke bald zu unterstützen. Jede? Ja, good job. Yes! Yes! Nicht vor dem Fußballspiel meines Kindes. So, Mutter Carol. Ich meine, Mutter Carol ist... Mutter Carol ist doch so eine liebe Person, die würden doch die Leute so oder so reinlassen, oder? Versuch's. Frag einfach, ob du denen irgendwie helfen kannst oder so. Ja, okay. Sechs Häuser. Ja, Leute, wir sind gut dabei. Nun, wenn das nicht Carol Cares ist. Es lässt sich wie eine Helikopterelternteil mit dreifacher Geschwindigkeit herumschwören. Komm rein, dann zieh mir so schnell, was deine Federn so zu Hause hat. Aber bald, ich habe Besseres zu tun, als deinen ständigen Sorgen zu hören. Ach, ich bin nur gekommen, um dir zu helfen. Aber gerne erzähle ich dir, was meine Federn so zu Hause hat. Ich habe pusten müssen.
Kannst du mir helfen? Oh, ich kann es kaum erwarten, welche Perlen an Weisheit du für mich hast. Also raus damit, Direktorin des Helikoptereltern-Seins. Was ist das neueste Chaos, das du zu Hause verursacht hast? Ich wette, es ist ein guter. Ach, ich sag dir, meine Kinder haben wieder nur Unsinn zu Hause angestellt. Aber du weißt ja, wie es ist. Aber ich bin immer gerne bereit, mit einer guten Freundin wie dir zu tratschen. Ah, die klassischen Geschichten vom frechen Generationschaos antreten. Das ist wie ein endloses Gummibär. Hey, danke, dass du mich eine Freundin genannt hast. Vielleicht verrate ich dir das ein oder andere Geheimnis, wenn du weiterhin für Lacher sorgst. Mein Ehemann hat mich auch wieder völlig alleine gelassen mit den Kindern. Und dann hat der kleine Racker draußen den Pool aufgemacht und ist reingesprungen. Und seit 50 Minuten taucht er dort. Aber du weißt, wie Kinder sind. Ah, die Aufnahme. Ach, mein kleiner Racker hat draußen den Pool geöffnet, ist reingesprungen und seit 50 Minuten taucht er am Boden. Aber du weißt ja, wie Kinder sind, nicht wahr? Immer nur Flausen im Kopf. Ah, nun, 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 es sieht aus, als hättest du hier einen angehenden olympischen Taucher. 50 Minuten. Ich stelle nur sicher, dass sie irgendwann wieder zum Luftholen auftaucht. Ach, ich bin mir sicher, dass der kleine Racker irgendwann auftauchen wird. Spätestens morgen, wenn ich den Pool wieder abdecke. Aber ja, lass uns doch gern noch weiter tratschen über Kinder. Ah, der Poolbandit schlägt erneut zu. Den Pool abdecken? Hör nun, wir wollen nicht, dass diese kleinen Wasseranführer noch mehr Ärger futtern, oder? Über diese Missgeschicke zu treiben ist genau das, was ich brauche, liebe Leiterin des Helikopter-Eltern. Lass uns weiterlachen. Lass uns gerne weitere lustige Geschichten über unsere Kinder verbreiten. Meine Tochter hat gestern zum Beispiel mit einer Gabel die Steckdose repariert. Wow. Nun, 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 es scheint, als wäre deine Tochter eine wahre Expertin für Heimhandwerkarbeiten und versteht Gabeln für elektrische Reparatur. Wer braucht schon Elektriker, wenn man sie hat, oder? Komm rein, Direktorin des Helikopter-Elternseins. Du hast mit deinem Platz in der Ruhe seine Leckereien verdient. Lass uns weiter geschehen. Ja, okay. Ihr erzählt, dass unsere Kinder eindeutig tot sind. Röste Bohnen, keine Hälse. Das ist dein Satz, den du sagst, wenn du stirbst. Ich röste Bohnen, keine Hälse. Nun gut. Wie wurde ich da nicht erwischt? Hier sind so viele Doofi. Mhm. Ich merke gerade, dass mein Wecker gar nicht geklingelt hat. Ich sollte dir nach 2 Stunden Bescheid sagen. Oh. Ist schon längst überfällig. Jetzt hast du einfach 2 Stunden länger gesessen. Ich habe noch eine Idee, was ich machen will. Denk dran, du musst aufhören, ne? Ja. Wir haben nur noch 5 Häuser. Nö, ich sag's nur, du wolltest noch arbeiten, also. Ja. Mein Wecker nicht geklingelt. Hast du vielleicht morgen eingestellt? Nee, ich hab's einfach nicht gehört. Ah, aber Jumaha. Guten Tag, ich bringe einmal Ihre Pizza vorbei. Das macht 13,99 in Bitcoin, bitte. Hast du alles gekommen? Pizza, also ganz leider habe ich keine Bitcoin bei mir. Ja, kann natürlich kannst du mit Litecoin bezahlen. Das wären 27 Litecoin, bitte. Es ist eine wirklich leckere Pizza. Oh Mann, diese Pizza muss ja der Wahnsinn sein. Lass mich mal schnell mein Litecoin-Wallet überprüfen. Okay, alles bereit. Hier sind deine 27 Litecoin. Wie viel kostet ein Litecoin?
Litecoin-Wert. Okay, 27 Litecoin. Die Pizza hat 1687 Euro gekostet. Was? Ja, wieso nicht? Oh, erzähl mir gerne von dem neuen Bitcoin-Kurs. Da kann ich die Preise meiner Pizza dort anpassen. Einfach 1600 und er bezahlt das auch einfach instant. Das ist großartig. Nichts wie ein Crypto-Freund-Pizza. Also nur mein Freund Bitcoin steckt höher als je zuvor. Er hat gerade ein neues Allzeithoch rein. Zeigt keiner Zeit, sich zu stoppen. Macht dich bereit, einige ernsthaft Gewinne zu machen. Hey, warum kommst du... Yes, baby! Yay! Wir haben einfach ihn gekriegt und 1658 Kacken. Wie erfolgreich war das denn? Okay, wer fehlt uns? Wer fehlt uns noch, Doofi? Den haben wir noch nicht. Den Typ mit der Brille, glaube ich, noch. Also der seine Freundin. Wir haben den Redneck. Weißt du, der Typ, der mit der Waffe auf dem Rücken ist. Ja. Boah, die Polizei wird echt krass viel. Hier ist ein Haus, was wir noch nicht haben. Oh, das ist die erste weibliche Polizistin. Das Haus haben wir schon. Da oben haben wir auch. Da hinten ist ein Haus noch. Noch eins. Wir auch alle. Wo haben wir denn noch vier Häuser nicht? Ich weiß zwei. Okay. Hier wohnt der Typ, der seine Freundin vermisst. Hey Brian, wenn du hier bist und mit dem absoluten Bitcoin zu sprechen, bist du einen Tag zu spät und ein Krypto-Dollar zu spät. Aber komm rein, lass uns unsere Sorgen mit einigen Gesprächen über Blockchain ertrinken. Nee, bitte nicht. Deine Ex-Freundin hat mich geschickt, um mit dir zu reden. Sie möchte sehr gern wieder mit dir zusammenkommen und ich sollte dir diese Nachricht überbringen. Mann, ich brauche keine Boote, um meine kitschige Bitte von meiner Ex rüberzubringen. Es ist vorbei, okay? Ich nehme deine zurückgegebenen Haare und Sonnenbrille für niemanden. Hast du Ilum schon? Ja, den habe ich schon. Was ist denn passiert hier, Ryan? Das ist wieder nicht einfach nur der richtige Ort für so eine alberne Spielchen. Was mag er? Ich habe gehört, du trinkst gern mal ein paar Bierchen, deswegen wollte ich mal ein paar Kühle mit dir zischen. Hello. Das ist wirklich sehr nett von dir, aber entschuldige, dass ich habe jetzt keine Lust zu trinken, vielleicht ein anderes Mal, Partner. Warum ist er dabei so traurig? Ich glaube, da hinten ist noch ein Haus. Du hättest das Angebot zu reden, genau. Ja, ich hätte das Angebot zu reden annehmen sollen. Danke, Captain, späte Einsicht. Hä? Er hat dich doch praktisch eingeladen. Danke, Captain, späte Einsicht. Ah, Brian Bitcoin, wie unerwartet. Welche dringende Angelegenheit ich zu. Ach, ich bin nur gekommen, um ein wenig mit dir über Blockchains und NFTs und Bitcoin zu sprechen.
Okay, Brian gefällt mir nicht, Leute. Brian macht uns zu viele Probleme. Beste Netz, danke für 5 Monate. Ohne deine Streams macht mein Leben kein. Macht mein Leben kein. Dankeschön. Was ist das? Also habe ich 5 verloren, als ich verfolgt wurde, okay. Fürchte dich nicht, Erdling! Du wurdest auserwählt, um für die Menschen beim großen intergalaktischen Kongress zu sprechen. Ich bin ehrlich. Glaubst du, mit der AK kann ich mit dem Typen irgendwie connecten? Kannst du versuchen. Es sind noch so wenig Häuser, aber eins weiß ich auch gar nicht, wo es ist. Oh, hier war der Priester, ne? Ach, das ist... Okay. Was zum Teufel denkst du, was du da machst, wenn du diese unheilige Scheu an meine Tür klopfst? Verschwinde, bevor ich hier mit... Ach, ich wollte mich nur ein bisschen mit dir über Waffen unterhalten. Ich liebe Waffen, vor allem Schrotflinten und AK-47s. Hallo. Waffen sagst du? Ich habe keine Zeit für solch hohles Gerede. Was zum Teufel willst du? Du sollst einen verdammt guten Grund haben, um vor meiner Tür zu erscheinen. Okay, du, ich glaube, das Wichtige ist, dass wir jetzt nicht zu dick auftragen, okay? Mhm. Gott schickt mich, denn du sollst sein Kind empfangen! Bist du komplett verrückt? Verschwinde hier, bevor ich dir die AK-47 dahin schiebe, wo die Sonne nicht scheint. Was könnte der hier denn mögen? Baiten. Das ist es. Das ist es. Es war so offensichtlich. Hä? Wer bist du denn? Wen hab ich hier noch nicht? Hallo, hallo. Oh! Mr. Beast! Ich bin gekommen, um mit dir gemeinsam Speck zu brutzeln und ein paar Speckbrat-Tutorials zu gucken. Oh, das liegt nach einem epischen Plan, mein lieber Bacon-Enthusiast. Wir werden den Bacon zur Perfektion braten und uns in tiefen Wissen rund um Bacon schützen. Schnapp deine Schürze und tritt ein in die Bacon-Bucht. Hier wird es gleich knusprig. Na dann lass uns direkt das Bacon-Braten beginnen. Das wird bestimmt ein wundervolles Erlebnis.
dass ich Mr. Beast überrede, einfach nur weil ich scheiß Bacon in der Hand habe. Ich stehe nackt vor seiner Tür mit dem Bacon. Was ist das mit dem Bacon, liebender Freund? Ich glaube, die Kraft von Käse und Bacon und die Magie gemeinsamer Erfahrung. Komm rein, lass uns die Bratpfanne rocken. Aber zieh dir eine Hose an. So, wieso hat das geklappt? Ich stehe nackt vor seiner Tür mit einem Stück Bacon in der Hand. Da geht meine 24 Stunden Überlebe ein Vampir-Challenge. Okay, wir haben es gleich. Was zur Hölle willst du, Mr. East? Ich habe ganz einfach deinen YouTube-Unsinn. Ich habe größere Probleme, wie wieder von meiner Freundin sitzen gelassen zu werden. Deswegen bin ich hier. Ich habe ein Challenge-Video vor, und zwar ein Tutorial, wie kriege ich meine Freundin zurück in 10 einfachen Schritten. Warte. Du sagst mir, dass du ein Tutorial hast, um deine Freundin 10 einfachen Schritten zurückzukommen. Mann, ich könnte wirklich deine Hilfe in Sachen Liebe gebrauchen. Lehre mich deine Wege, vielleicht habe ich eine Chance. Möchtest du mit mir die 10 einfachen Schritte durchgehen? Schritt 10 würde dich allerdings faszinieren. Ich bin der Meister des Clickbaits. Nein, mach die Tür nicht zu. Schlag mir die Tür nicht vor der Nase zu. Bitte. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte. 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 Bitte, 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 bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte, ich bitte dich. Schritt 10, sagst du, na gut, da bin ich gespannt. Leg los, Mr. East, mal sehen, ob dieses Tutorial Wunder bewirken kann. Dann lass uns gemeinsam mit Hilfe meines 10-Schritt-Tutorials deine Ex-Freundin wieder zurückholen. Schritt 1 ist, dass du dich nett mit ihr unterhalten sollst. Okay, Schritt 1, eine nette Unterhaltung führen, das kann ich schaffen. Vielleicht erkennt sie, was für ein Prinz sie verpasst hat, wenn sie Dinge bestimmt. Gehen wir zu Schritt 2 über, Mr. Beast. Ich will jetzt nicht alle 10 Schritte durchgehen. Schritt 2 ist, zeige ihr an deinem äußeren Erscheinungsbild, was für einen wunderschönen Mann sie da hat gehen lassen. Glaub mir, dieses Tutorial wird Erfolg haben. Weißt du was, Mr. East? Da könnte etwas dran sein. Wenn ich ihr zeigen kann, wie großartig ich ohne sie aussehe, wird sie es bereuen, mich jemals verlassen zu haben. Komm rein, lass uns den nächsten Schritt fortfahren. Gotcha. Yes. Ich hätte links wischen sollen bei dem Ding. Ah, Tinder, sprach ich, dachte, es geht ums Kacken. Oh nein, so ein Oberteil. Okay, noch 2 Häuser, Leute. Noch 2 Häuser. Ey, meine Freundin hat mich verlassen. Ich bräuchte gerade wirklich einen guten Freund zum Reden. Nun ist gerade ein trauriger, das ist ein kein trauriger Anblick. Ich denke, ich kann eine Weile zuhören, aber mach dir keine falschen Vorstellungen. Ich bin kein Therapeut. Ich weiß, dass du kein Therapeut bist, aber du bist ein wirklich guter Freund, dass du mir zuhörst. Sie hat mich verlassen, weil sie sich in einen anderen verliebt hat. Hast du einen Rat für mich? Oh, er mag das Thema Bigfoot, das kann sein. Ja, mein Lieber. Die Liebe kann genauso verwirrend sein wie ein Eichhörnchen im Kreisverkehr. Manchmal ändern die Leute einfach ihre Meinung, da kann man nicht viel dagegen tun. Das Beste, was ich dir sagen kann, ist etwas Zeit für dich zu nehmen. Deine Wunden heilen, dich auf das konzentrieren, was dich glücklich macht. Es hat keinen Sinn, über verschüttete Milch zu weinen, verstehst du? Du bist so ein guter Freund und deine Ratschläge sind wirklich die besten. Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben, mit dem ich meine Gedanken von ihr lösen kann? Der Typ ist voll nett. Hey,
Nun, ich muss sagen, du weißt wirklich, wie man einen Kerl sich besonders fühlen lässt. Wenn es darum geht, diese Gedanken zu klären, schlage ich vor, ein Hobby oder eine Aktivität zu finden, die dir Spaß macht. Vielleicht fängst du mit Holzarbeiten an, gehst angeln oder fängst sogar an, diese seltsam aussehenden Steine zu sammeln. Wenn du deinem Geist etwas anderes zum Konzentrieren gibst, wirst du diese Gedanken schnell... Okay. Das sind wie immer unglaublich gute Tipps, die ich von dir kriege. Kannst du mir vielleicht noch ein paar weitere nennen, damit es mir besser geht? Du hilfst mir wirklich sehr. Sophie, Sophie. Hm? Na sowas. Ich freue mich. Ich habe ihn hingekriegt. Und gebe dich mit guten Leuten. Verbring Zeit mit Freunden und Familie. Geh raus, Spaß und Gelächter. So gut, das könnt ihr... Du bist so ein guter Freund, mit dem ich mehr Zeit verbringen sollte. Danke, dass du mir hilfst, das zu erkennen und dafür zu sorgen, dass es mir besser geht. Komm, lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. Nun ist das, was ich schätze, diese freundlichen Worte, Partner. Ich denke, mehr Zeit miteinander verbringen wäre keine schlechte Idee, ne? Wir können Geschichten teilen, ein paar Lacher und vielleicht sogar voneinander lernen, wie weiß. Komm, noch. Das klingt wundervoll. Lass uns direkt damit beginnen, Freund. Du bist eine gigantische Hilfe. Hallo, Hammer! Das ist ein Rattenpolizist. Ja. Ich denke, wir werden eine schöne Zeit haben. Der Polizist bemerkt bestimmt nichts, dass sie gerade... Okay, Leute, noch ein Haus. Noch ein einziges Haus. Wer ist es denn noch? Hinten am Ende der Straße. Der eine ältere Mann, also der Familienvater oder was es ist. Ich weiß nicht, was sein Ding hier ist, aber wir kriegen das hin. Ah, lieber alter Rusty Outrage, welche angenehme Überraschung. Bitte sag mir, wie ich heute Abend behilflich sein kann. Ach, Preston, ich wollte nur mal wieder fragen, ob du nicht Lust hättest, mit mir einen kleinen Angelurlaub zu machen. Angeln sagst du nun? Das ist eine ziemlich unkultivierte und gewöhnliche Aktivität, aber ich schätze, ich könnte mir erstmal überlegen. Allerdings muss ich fragen, wo findet dieser Angelausflug statt? In der Wüste. Mach dir keine Sorgen, ich kenne da einen wirklich guten Ort. Und danach können wir etwas kulturell Anspruchsvolles machen, wie ein Museum besuchen. Nun, ich muss zugeben, ein kultureller Ausflug reizt mich, obwohl das Fischen in der Wüste nicht unbedingt mein Fall ist. Bin ich bereit, ihm eine Chance zu geben. Lass uns die Einzelheiten. Natürlich, lass uns die Einzelheiten von unserem kulturellen Urlaub genauer besprechen. Ausgezeichnet. Ich bin erfreut über deine Begeisterung. Komm herein. Geschafft, Leute. Jo, good job. Damit haben wir den letzten. Angeln in der Wüste. Damit hast du es geschafft. Was? Mit Angeln in der Wüste hast du es geschafft.